Tür, Tür hinten zu. Lauft die Technik? Also wir begrüßen die Zuschauer im Internet. Herzlich willkommen. Letzte Dienstag im Monat, traditionellerweise Q-Talk-Time. Wir veranstalten ja immer einmal im Monat eine Diskussionsrunde, wo wir versuchen, möglichst aktuell auf Themen einzugehen. Und als wir den Juni-Talk geplant haben, war so das erste naheliegende, wir wollen ein Jahr Edward Snowden machen, was einfach auch naheliegt, was hat sich hier ergeben oder können wir eh schon resignieren. Und dann ist von unserem Nachbarn so über die Tür rüber gereicht worden, ein nettes Formular, weil wir uns schon seit vielen, vielen Jahren mit Elga auseinandersetzen, hieß es, na, vielleicht interessiert euch das auch. Und mir wurde dann ein nettes Formular der Wiener Gebietskrankenkasse zugespielt, wo es darum geht, dass um eine medizinische Behandlung genehmigt zu bekommen, man im Grunde einen irrsinnigen Seelenstriptease machen muss. Elga ist ein Thema, was uns schon lange beschäftigt. Hier geht es heute hauptsächlich um das Thema eben Psychologen über die psychisch Kranken, über das Problem. Elga spielt insofern auch mit, weil, wenn man der Dr. Herbeck zuhört, sie ja immer behauptet, das ist eh kein Problem bei Elga, weil da sind eh Daten, die eh schon alle da wären. Was unserer Meinung nicht der Fall ist und gerade solche Formulare zeigen wieder, dass neue Daten erhoben werden, die dann halt in dem System drinnen sind. Es freut mich heute als Gäste Dr. Frey und die Dr. Mückstein begrüßen zu dürfen. Jetzt von den Funktionen muss ich sehr aufpassen, ich bin jemand, der sich da grundsätzlich verholpert. Sie sind Wiener Vorsitzende, keine Vorsitzende, Psychotherapeutin. Dr. Mückstein, Sie sind Nationalrätin der Grünen und waren bis letzten Jahr, glaube ich, vom Bundesverband zuständig. Bei psychischen Krankheiten, ich möchte sozusagen als Thema Eröffnung machen, ich habe in Amerika studiert und in Amerika gehört der Psychiater zum Partygespräch dazu. Also man geht zu einer Party und das Erste wird gefragt, na, zu wem gehst du, zu welchem Psychiater? Das ist es ganz normal. Dort gehört es einfach zum guten Ton, dass man, wenn man irgendwo in der Gesellschaft, im Management da ist, dass man halt auch einen Begleiter hat, mit dem man Sachen besprechen kann. In Österreich ist das so, dass das noch nie auf einer Party gefragt wurde und eher so, dass tabuisiert wird, sagen wir es sehr, sehr, sehr harmlos. Also wenn man heute sagt, man ist bei einem Psychiater oder man ist unter psychologischer Betreuung, dass man im Zweifel eher krumm angeschaut wird und auf Missverständnis stößt. Und das, was wir heute sozusagen am Abend erreichen wollen, es ist eine kleine Gruppe, also es kann man auch gerne mitdiskutieren, ist über die Szene in Österreich zu reden, auch über die Probleme und warum es dann eben so schlimm ist, wenn ich auf einem Formular halt ausfüllen muss, was meine Befunde sind und warum ich halt krank bin und warum ich jetzt doch behandelt werden möchte, warum das sozusagen aus Sicht eines Profis bedenklich ist. Ich meine, warum es aus Sicht des Datenschützers bedenklich ist, ich glaube, das brauche ich nicht dazu sagen. Und am Ende sozusagen, es gibt eine Petition, wo man sozusagen gegen dieses Formular auftreten kann. Die Leute, die das unterschreiben wollen, sind dann herzlichst eingeladen, auch ich habe einen Stift dabei, Unterschrift zu leisten. Ich glaube, Dr. Frey, beginnen wir mit Ihnen. Die Initiative, oder es ist über Sie zu uns gekommen. Was ist sozusagen von der Szene, warum ist sozusagen es in Österreich schwierig zu erzählen überhaupt, dass man beim Psychiater ist? Warum ist das nicht genauso wie in Amerika einfach so selbstverständlich? Das ist kulturhistorische
Wurzeln haben. Nicht? Es ist sehr interessant, dass das die Stadt von Sigmund Freud ist, Wien. Nicht? Und trotzdem ist es immer noch mit sehr viel Stigmatisierung verbunden, wenn man heute sagt, man geht in Psychotherapie. Oder wenn der Arbeitgeber zum Beispiel erfährt, dass man in Psychotherapie war oder eine private Krankenversicherung, die versichert einen gleich nicht mehr, wenn man in Psychotherapie war. Also es hat irgendwie noch so einen, also ich weiß auch nicht warum, eigentlich so einen Geruch von, da ist man ja gestört oder man hat einen Vogel oder man ist irgendwie wirklich krank. Ja. Und dabei sprechen alle Statistiken, muss man sagen, alle internationalen Statistiken, die amerikanischen und die deutschen, komplett dagegen. Die sagen alle, wenn jemand in Psychotherapie war, ist er erstens einmal um ein Vielfaches weniger krank, hat weniger Krankenstandstage, ist viel leistungsfähiger und ist gesünder, robuster, kann besser mit Stress umgehen, kann sich besser selber entwickeln, ja, und sozusagen sich mit, dadurch, dass er sich mit sich selber auseinandergesetzt hat, oder sie, ich möchte nicht nur von Männern reden, auch einfach besser, eine bessere Arbeitskraft, aber auch liebes- und genussfähiger. Und das widerspricht eigentlich total dem, was immer noch so als Klischee herumrennt, dass jemand, der in Psychotherapie geht, irgendwie krank ist. Das ist ein totaler Widerspruch und es ist auch völlig unverständlich, dass das so von den Krankenkassen, von den Privaten, ich habe da vor kurzem selber ein Erlebnis gehabt, der außerirdischen Art, muss ich ehrlich sein, wo eine Krankenkasse, eine Privaten, eine Krankenkasse, eine Versicherung angerufen hat, eine Krankenversicherung, und mich allen Ernstes gefragt hat, ob ich nicht einen Befund ausstellen kann über einen Menschen, der bei mir in der Ambulanz war, genau dreimal, der mich nicht einmal mehr genau erinnert, wer das war, weil es schon länger zurückgelegen ist. Und ich habe natürlich gesagt, von mir erhalten Sie keine Auskunft. Daraufhin war die Antwort, naja, dann sind Sie schuld, wenn wir diesem Mann keine private Krankenversicherung geben. Das passt nicht zusammen, weil eigentlich müssten die Versicherungen genau dem die Versicherung geben, weil er ja weniger Risiko in sich trägt, weil er sozusagen für sich was tut. Das ist nicht logisch, nämlich. Ja. Also okay. Zum selben Thema. Einfach einsteigen, ja, ja. Einfach einsteigen. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen was zur Geschichte der Psychotherapie mit den Krankenkassen erzählen, weil das nämlich ein Teil des Hintergrundes ist, warum sowas wie dieses Antragsformular, das jetzt die Wiener Gebietskrankenkasse verlangen will und hoffentlich nicht durchsetzen kann, warum sowas passiert, weil die Geschichte der Psychotherapie im Zusammenhang mit Krankenbehandlung ist eine äußerst unglückliche. 1992 ist im Gesetz die Psychotherapie als Pflichtleistung der Krankenkassen schon festgeschrieben worden. Das heißt, die Krankenkassen wären eigentlich seit damals schon verpflichtet, Psychotherapie auf Krankenschein ganz genauso wie bei den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen zur Verfügung zu stellen. Und da sind dann mal Vertragsverhandlungen gescheitert, auch deshalb, weil das halt eine neue Gesundheitsleistung ist und auch eine Berufsgruppe, die sich noch nicht so toll etabliert hat wie die Ärztekammer und auch keine Kammer hat, sondern eine freiwillige Berufsvertretung ist. Und in dem Zusammenhang sind dann einmal die Kassenverhandlungen nicht geglückt, aber das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre her. Ja, also man könnte eigentlich wieder anfangen, neu nachzudenken. Gut, dann haben die Krankenkassen diesen ganzen Bereich psychotherapeutische Versorgung privatisiert und outgesourced und haben das sogenannten Versorgungsvereinen zur Verteilung übergeben und die vergeben jetzt kontingentierte Krankenbehandlungsstunden, was in das österreichische Sozialversicherungsgesetz nirgendwo hineinpasst, also es ist ein kompletter Bruch mit allen Rechtsnormen und Rechtsvorschriften, die wir im Gesundheitswesen in Österreich haben. Und trotzdem hat es die Krankenkasse durchgezogen, weil die Psychotherapeutinnen halt eine schwache, kleine Berufsgruppe sind, die sie da nicht entsprechend wehren kann. So, und jetzt gibt es verschiedene unbefriedigende Situationen. Und das, finde ich, was da jetzt vorgelegt wird, nämlich dieses Antragsformular, ist besonders perfide zusammengedröselt. Das Formular ist natürlich nicht verhandelt, sondern es ist diktiert. Die Krankenkassen
schießen das einfach raus und sagen, das haben jetzt die Patientinnen und Patienten zu akzeptieren und die Psychotherapeutinnen haben das mitzutragen. Und das Gemeine ist, dass das jetzt so zusammengebastelt ist, dass die Psychotherapeutin eigentlich der Patientin etwas aufoktroyieren oder nahelegen muss, wovon wir selber nicht überzeugt sind, was wir als einen zutiefsten Eingriff erstens in die Persönlichkeitsrechte und zweitens in die Verschwiegenheitsverpflichtung empfinden. Und gleichzeitig müssen wir aber den Patientinnen sagen, ja, wenn du den Kostenzuschuss haben möchtest und wenn du rückvergütet haben willst, dann musst du das akzeptieren und ausfüllen und wir müssen gemeinsam unterschreiben. Damit hat die Patientin dann auch mitgeteilt, dass sie einverstanden ist damit. So, ne? Also im Grunde kann man sagen, einverstanden mit einer Nötigung. Und das ist eigentlich, also das bringt mich total auf die Palme, wenn es um dieses Formular geht. Ja. Ich weiß nicht, zu den Inhalten magst vielleicht du weiter reden, warum das so problematisch ist. So diese Ausfüllhilfe, das war ja eine sehr schöne Geschichte. Ja, weil es wird dann, es ist ja so, bis jetzt gab es immer schon ein Antragsformular, ja, und bei diesem Antragsformular wird einfach eine vierstellige ICD-10-Diagnose festgelegt, das heißt, es muss eine krankheitswertige Störung vorliegen, das ist auch okay, und dann zahlt das die Krankenkasse. Und dann wird auch noch gefragt, wie stark ist die Beeinträchtigung und dann kann man sagen, ja, die Beeinträchtigung besteht im gesamten Lebensvollzug oder bei der Arbeit oder im Beziehungsbereich und so und dann sagt man, wie viele Stunden dieser Patient in Therapie kommen soll und damit war die Sache bis jetzt erledigt. Und jetzt wird es aber sehr, sehr ausführlich. Es werden zum Beispiel auch die Krankengeschichte zurückreichend über 3 Generationen wird abgefragt. Ja? Und drei Generationen. Und die Krankenkasse selbst bringt da ein Beispiel für familienanamnestische Angaben, wo die Psychotherapeutin hinschreiben sollte, seit circa 2 Jahren unspezifische Symptome, Schlafstörungen, Ängste, vermehrt aufgetretene Derealisation, starke Schwankungen, jeden Tag deutliche Verschlechterung und so weiter. Und dann kommt noch Familienanamnese, Doppelpunkt als Beispiel. Ja? Onkel Selbstmord im 26. Lebensjahr, Urgroßmutter galt als psychisch labil in der Familie. Super. Und solche Angaben sollen jetzt in Papierform, so, sind 4 Generationen. Genau, ja. Und der zweite wirklich sehr kritische Punkt ist die sogenannte GAF-Skala, da wird das psychosoziale Funktionsniveau abgefragt in Form eines Punktecodes und da werden dann so, da sollen die Psychotherapeutinnen dann reinschreiben, mäßig ausgeprägte Symptome zum Beispiel, ja, hat Probleme im sozialen, beruflichen und schulischen Leistungsbereich, wenig Freunde, Konflikte mit Arbeitskollegen, Schulkameraden oder Bezugspersonen. Ja. Alles Dinge, die absolut in die Intimsphäre und in die persönliche Sphäre eines Menschen fallen und die Krankenkasse überhaupt nichts angehen. Ja. Gut, jetzt soll man das. Ich darf da kurz einen Einschub machen. Also, wie ich mir das so überlegt habe, mit dieser sogenannten GAF-Skala, wo dieses psychosoziale Funktionieren in Form von Zahlen, was ja auch so beschämend ist, von 0 bis 100 soll man einen Menschen skalieren. Ja. Da habe ich mir gedacht, es gibt ja auch viele Patienten, die leiden innerlich, ja, wenn man jetzt an depressive Menschen denkt, aber die nach außen sehr gut funktionieren, ja, die noch gut funktionieren und die eigentlich überhaupt nicht auffallen psychosozial. Ne? Das gibt es ja auch bei anderen Krankheitsbildern. Ja? Also da ist diese ganze Skala überhaupt völlig wertlos und unzureichend. Und da muss man auch noch sagen, dass man Kinder nicht danach bewerten kann, weil die ja noch nicht dieses sogenannte psychosoziale Funktionsniveau ausgebildet haben, Kinder und Jugendliche. Und aber hier sehr wohl auch Kinder und Jugendliche eingeschätzt werden sollen. Also das ist überhaupt obsolet. Das ist schon einmal, kann man gleich streichen, die GAF-Skala. Und es ist jetzt so, dass wir damit, also
die psychotherapeutische Verschwiegenheitsverpflichtung ist leider keine absolute, sondern kann über eine Entbindung von der Patientin selbst aufgehoben werden. Und jetzt wird mit diesem Formular sozusagen so getan, als würde der Patient, die Patientin freiwillig die Verschwiegenheitsverpflichtung auflösen und die Psychotherapeutin beauftragen, dieses Formular für sie auszufüllen. Beide müssen unterschreiben. Ja? Und wir als Psychotherapeutinnen müssen etwas tun, was wir weder fachlich für richtig halten, weil wir glauben, das stört auch eine Vertrauensbeziehung, wenn man gleich am Anfang so intime Details abfragen muss. Das ist auch für den psychotherapeutischen Prozess nicht gut. Ich bin der Ansicht, wir würden unsere Patientinnen ausliefern, weil ich jetzt auch in der Politik sehe, dass es ein unglaublich großes Interesse daran gibt, Daten jeglicher Art über die Menschen zu sammeln. Und Gesundheitsdaten sind besonders interessant. Die sind für die Wirtschaft interessant, die sind für die Privatversicherungen interessant, die sind für die Einsparungsambitionen der Krankenkassen extrem interessant. Und ich glaube, wir können uns nur fürchten davor und so gut wie möglich schützen, dass diese Daten in der Form, wie es jetzt gedacht ist, zum Beispiel über dieses Formular oder über ELGA, in die Hände von Sachbearbeitern kommen. Oder denken wir jetzt nur an die neugierige Sprechstundenhilfe, oder man kann bis hin zu natürlich kriminellen Akten auch, dass solche Daten geknackt und verkauft werden. Es wäre aus meiner Sicht brandgefährlich. Aber es ist alleine schon das, was die Krankenkassen selbst damit vorhaben, finde ich, ist äußerst bedenklich und gefährlich, weil es geht nicht um den Patientinnen-Nutzen und es geht auch nicht um den Nutzen für die Behandlerinnen, sondern es geht einfach darum, Gesundheitsdaten und Verwaltungsdaten so zu sammeln, dass die Krankenkassen einen Nutzen daraus ziehen können. Ja. Magst du sofort was? Oder? Ist man wert, dieses Formular entworfen hat? Welche Person? Es gibt in der Wiener Gebietskrankenkasse, ich habe heute so ein ähnliches Formular für die Niederösterreichische ausgefüllt, war nicht, das wird gesehen, sondern echt der Psychotherapeut ausgefüllt. Da waren in der ICD-10 Grund und ein paar kleine, drei Angaben, aber ich habe es nicht genau gelesen. Aber da ist das ja ganz massiv erweitert, was der Psychotherapeut angeben soll. Offenbar. Aber es gibt also in der Wiener Gebietskrankenkasse die Abteilung, Vertragspartnerschaft. Ein gewisser Schenkermeier ist dort sozusagen der Chef. Könntest du tun? Es wird von der ärztlichen Direktion. Von der ärztlichen Direktion. Es wäre schon interessant, welche Person das gemacht hat und welche Absicht. Eine bestimmte Person. Ich möchte wissen, wer das ist. Wie? Ich möchte wissen, wer das ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es der Dr. Mingin sein. Na gut, aber ich möchte mal. Er tritt nicht vor sein Produkt mit. Er unterschreibt es nicht. Was wir müssen. Es wird auch geheim gehalten. Im Sinne der Transparenz muss jemand dafür Verantwortung übernehmen. Wir als Ärzte, Psychotherapeuten, was auch immer, müssen für jede unserer Handlungen Verantwortung übernehmen. Wir müssen alles dokumentieren. Wir werden abgeschickt von der Presse, von der Politik, von wem auch immer. Ja? Dann werden doch diese Leute wohl auch Verantwortung übernehmen können für diesen Scheiß, den sie machen. Gut, das ist ein Amtsgeheimnis. Nein, das sehe ich nicht so. Hier muss Transparenz her, hier müssen Daten her, wir wollen nur diese Daten haben. Und das Ganze ist ja auch deshalb so unverständlich und den Patientinnen gegenüber wirklich eine Gemeinheit, nicht? Weil man trifft Menschen in Notsituationen. Und es gibt gute Konzepte, mit dem umzugehen. Wir haben immer argumentiert, und zwar schon seit Jahren im Berufsverband auch, je mehr Informationen Sie haben, umso klarer und eindeutiger muss anonymisiert werden. Dieses Modell gibt es in Tirol, da wird anonymisiert. Das heißt, die Daten, die da lukriert werden, werden zwar begutachtet, aber sie werden niemals mit dieser Person in Verbindung zu bringen sein, auch hinterher nicht. Ja? Dann haben sie angefangen, in Salzburg so etwas Ähnliches zu machen mit einer Pseudonymisierung im eigenen Haus, ja, so, wo man eigentlich nur in die andere Abteilung gehen muss und sagt, na, okay, wer ist denn das mit der komischen Versicherungsnummer? Ja? Und du kannst sofort die Daten zusammenführen. Es ist absurd.
Und die Wiener Gebietskrankenkasse sagt beinhart, na, das ist ihnen zu teuer, das wollen sie nicht, Anonymisierung kommt nicht in Frage, machen sie einfach nicht. Ja, ja, aber diese Leute kann man nicht planen. Und zwar wirklich öffentlich. Ja. Da kenne ich keine Frage. Darf ich das ergänzen? Gerne. Die Formulare, die in Österreich kursieren, Salzburg, Tirol, die mit der Anonymisierung, nicht komplette Anonymisierung, aber doch weitgehende Anonymisierung, sind am deutschen Formular angelehnt. Im deutschen Formular ist eine doppelte, vollständige Anonymisierung. Die einzelnen Rubriken, die abgefragt werden, sind nahezu ident. Das ist kein Problem. Die Kassa will wissen, je intensiver sie in Leistungen verbringt, was die Begründung ist. Dazu ist auch vom Gesetz verpflichtet zu prüfen. Aber das perfide an dem Wiener Gebietskrankenkassenformular ist, dass die Wiener Gebietskrankenkassenformular lauter Pflichtfelder sind. Das heißt, diese Pflichtfelder müssen ausgeführt werden mit allen Daten, nicht, die der Psychotherapeut mit dem Patienten weiß. Und jetzt kommt das, in diesen drei Modellen, Deutschland, Salzburg und Tirol, gibt es überall in den Feldern die Rubrik sofern bekannt und für die Psychotherapie relevant. Das heißt, es ist der Therapeut, der Behandler gefordert in seiner Kompetenz und seiner Verantwortlichkeit, welche Daten er wie weitergibt. Also es kann sein, dass sich bestimmte Daten von Traumatisierung oder familiären Problemen sehr wohl weitergeben muss, um weitergeben will, um auf die Dringlichkeit einer intensiven Behandlung aufmerksam machen. Aber das liegt in meiner Verantwortung, wie ich es formuliere. Natürlich liegt es in meiner Verantwortung, dass ich strikt das Psychotherapie Verschwiegenheitsgeheimnis einhalte, das heißt, dass ich keine Daten übermittle, die mir als Geheimnis anvertraut worden sind. Im Wiener Formular fehlt diese Rubrik, die in Deutschland, Tirol und Salzburg fehlt, diese Rubrik sofern bekannt und für die Psychotherapie relevant. Das heißt, im Wiener Formular muss man angeben, was man irgendwie aufgefasst hat, auch bekommen hat vom Patienten, ganz wurscht, ob man das verantworten kann oder nicht. Und da gibt es eine Diskussion darüber. Vor 2 Jahren hat es schon eine Diskussion gegeben, dass die Medizinerkasse aufmerksam gemacht wurde, dass das GAF-Formular beigelegt an diesem Antrag eigentlich eine Brüskierung des Patienten ist. Man schockiert einen Patienten am Beginn seiner Behandlung mit seiner Suizidalität bzw. mit seiner Gefahr der erweiterten Suizidalität. Dann hat die Person von der Gebietskrankenkasse gesagt, na, das nehmen wir dann raus. Geschehen ist nichts. Ebenso wurde damals schon vor 2 Jahren diskutiert, dass es ja sehr schwierige Daten gibt, die man eigentlich nicht weitergeben sollte. Da hat diese Person vor 2 Jahren damals gesagt, na, das ist ja dann nicht notwendig, dass sie dann diese Daten weitergeben. Dasselbe gibt es vor einem Vierteljahr Anfrage in der Wiener Gebietskrankenkasse. Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse antwortet, dass heikle Daten auf ohnehin nicht weitergegeben werden müssen. Ja, dann muss man sich fragen, lesen die Leute überhaupt ihr Formular? Wenn dort Pflichtfeld, als Pflichtfeld steht, ja, Angaben zur familiären Anamnese, Angaben zur Traumata, ja, wenn das ein Pflichtfeld ist und nicht mit der Rubrik versehen ist, sofern für die Psychotherapie gehört, dann muss ich das tun. Dahinter liegt meiner Meinung nach schon die Berechtigung, dass es gibt Instanzen in den Kassen, die sagen, das müssen sie nicht alles angeben. Dann gibt es aber andere Instanzen, die sagen, sie haben das nicht alles angegeben und wir haben ja so quasi auch Daten, wir können ja verfolgen, welcher Nervenast wann ein Präparat verschrieben hat. Sie haben das nicht angegeben. Das heißt, sie haben sich ihrer Mitwirkungspflicht entzogen. Sie haben Daten uns nicht gegeben und damit ist der Antrag nicht bearbeitbar. Das ist einfach eine ganz fiese Form der Schwellenerhöhung. Man kontrolliert den Patienten, man kontrolliert den Therapeuten und nur die, so quasi mustergültig brav sind, die bekommen was. Gleichzeitig wird aber dieses Formular auch in hohem Maße wahrscheinlich dazu benutzt werden, dass man dann Psychotherapie nur mehr für schwerste Erkrankungen offeriert. Und was du jetzt erzählst von der dritten Generation Suizidalität, da kann man natürlich auch den Argwohn haben, dass der
bei Arbeit im medizinischen Dienst sagt, na, wenn das eine Depression ist, die über drei, über Generationen geht, dann handelt es sich doch um eine endogene Depression, das ist eine genetische Sache, da hat Psychotherapie überhaupt nichts verloren, außer gelegentliche Stützung, der Patient soll... Gibt es aber per Definition nicht mehr. Ja, gibt es nicht mehr, aber das Instrumentarium ist alles da, dass das so vorgegangen wird. Ja, ich meine, bei uns gibt es also sehr viele Verbrecher und darum haben wir jetzt vor dem Mal wieder ein in der Gebietskrankenkasse die Abteilung Missbrauch, Evaluation, Prävention gemacht. Und da gibt es also den Chef, dieser Grieser Schenkelmeier, und der ist also sozusagen ein Wahnsinniger, ein Wiener, der also versucht, jedem Arzt möglichst irgendwelche Malversationen nachzuweisen. Ich habe also viele Substitutionspatienten und die kommen zum Teil aus im weiteren Umfeld in Niederösterreich oder sogar Salzburg. Und das ist das Problem, oft sind sie beim Hausarzt dort, wo sie halt wohnen. Und wie soll ich jetzt, das ist ein Verrechnungsdetail, das Verrechnen, habe ich halt erste Hilfe gesteckt mit der E-Card. Nicht wissend, nicht in böser Absicht. Nur muss man wissen, das habe ich damals auch nicht gewusst. Für erste Hilfe kriegt man die normale Fallpauschale. Und für Vertretung, es gibt keinen wirklichen sozusagen Fall, den man da offiziell stecken kann. Aber ich würde sagen, ja, mache ich erste Hilfe. Für erste Hilfe kriegt man die normale Fallpauschale, das sind großartige 28 Euro. Und für Vertretung kriegt man 7 Euro irgendwas, das haben wir damals gekriegt. Jedenfalls war das so gemeint, ich habe die Kasse bösartig sozusagen versucht zu betreten und hat mich zum amikalen Gespräch geladen, heißt nicht mehr amikales Gespräch, das heißt jetzt irgendwie anders. Aber de facto ist also, es läuft dann so ab, dass man in einem kleinen Raum sitzt und da sitzen vier Kassenvertreter gegenüber, ein Jurist, ein Arzt, eine Schreibkraft und noch irgendwer, Verwaltungs- und eben der Schenkelmeier selber, das ist also so wie ein Tribunal. Wenn es ein Glück ist, dann ist es gut gegangen und da kannst du nicht mehr ausschalten. Ich bin dahin gegangen mit einer Kollegin und einem weiteren Kollegen und Bezirksärzte Vertreter. Ich glaube, der kann mich irgendwie fassen, konnte er nicht, weil ich habe eine sehr genaue Dokumentation im Computer und ich konnte ihm, ja, es hat ja schon mal anders begonnen. Es hat schon mal damit begonnen, dass man die Kasse einen Brief geschrieben hat, oder halt diese Abteilung. Ich soll ja dann 30 Fälle, ich bin 30 Fälle gegangen, die Krankengeschichten schicken. Worauf ich sie angerufen habe, oder mehr geschrieben habe, warten wir, und so mehr oder weniger kurz gefasst habe, warum steppert man so. Ich schicke noch keine Krankengeschichte. Sie können mir gerne fragen, konkrete Fragen, die werde ich Ihnen selbstverständlich beantworten, aber ich schicke noch nicht unschaut Krankengeschichten von Leuten hin. Wo kommen wir hin? Naja, und da gab es also dann Bandage und war es verhöhlt. Und letztlich ist also dann herausgekommen, dass ich hingegangen bin und dann hat er mir jeden einzelnen Fall vorgebetet und gesagt, Und ich habe gesagt, hat einen Laptop mitgehabt, habe ihn aufgerufen und gesagt, das war so und so. Ungefähr bei einem Drittel war wirklich sozusagen dieser Fehler, den ich da gemacht habe, aber jetzt nicht bösartig und absichtlich. Ein Drittel war nicht zu klären, von seiner Seite, von meiner Seite auch nicht, und ein Drittel war von seiner Seite falsch. Und dann habe ich gesagt, ja, wir werden dann das hochrechnen auf die letzten 3 Jahre und abziehen von unserer Arbeit. Und gesagt, viel Spaß, dann mache ich meine Abrechnungen noch genauer, das wird sie noch viel mehr Geld kosten. Wie das Psychogramm von dem Herrn ausschaut, kann man sich anschauen unter www.. Er hat eine Homepage, also wenn man sich das anschaut, dann weiß man ungefähr, wie der nennt. Rastaman.at. Tatsächlich. Ja. Ich habe das in der Früh. Von Rasterfahren. Warum erzähle ich die Geschichte? Wir erzählen es deshalb, damit Sie einen Eindruck kriegen, wer es nicht kennt, wie unsere Kasse tickt und unsere Verwaltungsbeamten dort. Und darum bin ich so heiß auf diese Leute, die sich da eine Macht geben und nehmen. Nehmen wollen, die ihnen nicht zustehen. Und ich habe gehört von Kollegen immer wieder, nicht einmal, es waren keine Einzelfälle, dass natürlich Kollegen, also Ärzte, die nicht vielleicht so eine genaue Dokumentation haben, die vielleicht nicht so sorgfältig sind, vielleicht auch noch was anderes, weiß ich nicht, weinend dort rausgehen, ja, und also zigtausende sozusagen von der Kasse Euro abgezogen werden in der nächsten Abrechnung.
Ich weiß nicht, wie es da im Psychotherapeuten gibt. Möglicherweise gibt es genauso viele Fallotten bei den Psychotherapeuten wie unter den Ärzten. Also vielleicht nehmen wir ihn und machen auch an Wähler sehen. Ich möchte vielleicht noch weitermachen mit dem Formular, wie du da angefangen hast. Wir haben ja noch andere Nettepunkte, die ja höchst merkwürdig sind. Zum Beispiel müssen wir jetzt ausfüllen, ob der Patient oder der Klient berufstätig ist, ja oder nein. Ich meine, das ist etwas, was eigentlich die Kasse weiß in aller Regel. Also, ich darf ganz kurz dazu sagen, ja? Ich hätte das gerne auf der IK aus verschiedenen Gründen. Die Betreuungsobservationstherapeuten, da ist das nämlich vom Gesetz her wichtig für mich zu wissen. Wissen Sie, was man der Scherkofer, das wir schon kennen, Generaldirektor, Stellvertreter des Hauptverbandes für die EV zuständig sind, wozu brauchen Sie das Wissen als Arzt? Da habe ich gesagt, das hat schon Bedeutung für mich als Hausarzt. Und wie Sie richtig sagen, die Kasse weiß es, wozu braucht es mich dann fragen? Dann werden Sachen gefragt, die die Kasse genau weiß, zum Beispiel, ob ein Kind in Kinder- oder Jugendpsychiatrischer oder neuropsychiatrischer oder kinderfachärztlicher Behandlung ist. Das heißt also, wenn das verrechnet wird, scheint ja das automatisch auf. Wenn eine E-Card verwendet wird, dann muss der Name des Facharztes bekannt gegeben werden. Das ist eigentlich auch ein massiver Eingriff, beziehungsweise ist das in aller Regel bekannt. Dann wird verlangt, die aktuelle Medikation im Zusammenhang mit psychischen Störungen verabreicht durch den Facharzt, die Fachärztin oder durch die Ärztin für Allgemeinmedizin oder den Arzt für Allgemeinmedizin. Also das sind eigentlich in der Regel auch Dinge, die die Kasse wissen müsste, wenn sie die Rezepte durchschaut, die sie so bezahlt. Wir kriegen ja jedes Jahr immer so eine Auflistung, was die Kasse alles für uns bezahlt hat. Da steht es ja ganz genau, wie viele Rezeptgebühren oder welche Fachärzte wir konsultiert haben. Also auch diese Frage irgendwie höchst mysteriös, warum das abgefragt wird, dann auch Krankenstände im Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung binnen der letzten 2 Jahre, beziehungsweise vor der Erstantragstellung, wenn ja, bitte nähere Angaben zu Zeitrahmen und Diagnose, sofern bekannt. Ich meine, da steht immerhin schon sofern bekannt. Aber trotzdem, das ist ein massiver Eingriff, finde ich, in die Persönlichkeitsrechte. Abgesehen davon ist ein Problem, das die Kassen noch nicht begriffen haben, dass ja Patienten, Klienten oft langsam Vertrauen fassen zu einem Psychotherapeuten, auch zu einem Arzt und nicht alles erzählen in der ersten Stunde oder bis zur Stunde 8 oder 9, bis der Antrag fertig geschrieben sein muss, damit man ab der 11. dann eine Rückverrechnung kriegt. Und da tut sich ein Riesenproblem auf, dass man sich eigentlich nur irren kann. Also es ist etwas, wo die Kassen längst schon die Daten haben, wo der Therapeut nur einen Fehler machen kann und auch der Arzt in dem Fall. Dann stationäre Aufenthalte im Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung binnen der letzten 2 Jahre. Wenn ja, bitte nähere Angaben zur Institution und zu Zeitrahmen. Also es ist genau das gleiche Thema wie vorher, alles längst bekannt. Und ist eigentlich eine Frechheit. Zum Thema patientenbezogene, behandlungsbezogene Anamnese, was du schon erwähnt hast, also da sind mir ein Haufen Fallbeispiele eingefallen, wo man gedacht hat, na sicher nicht, auf gar keinen Fall, das darf man auf gar keinen Fall ausfüllen. Erstens einmal betrifft es den Menschen selber, zweitens einmal erfährt man nicht alles, das heißt, auch da kann man einen Haufen Fehler machen. Drittens einmal ist etwas, was auch völlig vergessen worden ist, dass man in die Persönlichkeitsrechte Dritter eingreift, was du auch ja schon herausgefunden hast. Das heißt, es werden Menschen unter Umständen geoutet, die vielleicht eine Straftat begangen haben, der Papa, der das Kind misshandelt hat oder der Mann, der die Frau geschlagen hat oder die Mutter, die das Kind vernachlässigt hat. Ja. Wenn diese Dinge drinstehen mit Namen, wer das war, ja. Also ich weiß nicht, es sind ja dort Ärzte in der Kasse, Juristen, die müssten ja auf der Stelle eine Anzeige machen. Ja. Das heißt, es ist ja auch die Gefahr, dass die dann verfolgt werden sofort, diese Menschen. Also es tun sich eine große Vielzahl an Problemen auf eigentlich. Wobei das noch dazu auf Hörensagen basiert. Noch dazu für einen Zeitraum, ja. Also es ist, der Patient oder wird befragt, erzählt etwas, was er meint. Und das muss ja nicht stimmen. Und es gibt eben, genau wie Sie zu Recht gesagt haben, es gibt Offizialdelikte. Das heißt, in dem Moment, wo ich es erfahre, muss er reagieren. Und es ist aber ein
man hat in der Familie geredet, bla bla, das wäre, es gibt ja so Gerüchte über Familien. Und das Schwierige bei all diesen Sachen ist ja, dass ja nicht verifizierte Daten sind. Ich meine, wenn ich von mir was erzähle, dann ist das okay, dann ist das mein persönlicher Eindruck. Aber wenn ich über meine Eltern, über meine Brüder, über meinen Großvater erzähle, dann ist es ja nur etwas, meine Großeltern kenne ich im Grunde nur über meine Eltern und über Erzählungen meiner Eltern. Das ist ja nicht Eigenerfahrung. Und wenn ich dann schreiben muss, mein Großvater hat Selbstmord begangen, dann ist das ja reiner Tratsch. Naja, ich habe eine ganze Liste gestern noch aufgelistet, was passiert, wenn man hinschreibt, der Bruder ist homosexuell, ne, der ist schon gleich mitgeoutet, ja, wenn das sozusagen ein Problem ist für den, naja, für die Patientin oder für den Patienten kann es ein Problem sein, oder dass der Vater plötzlich homosexuell geworden ist oder die Mutter auf einmal lesbisch geworden ist und mit der Freundin abgezogen ist, das gibt es ja alles in Wirklichkeit, ja. Was hat das bitte verloren auf diesen Formularen, ja? Dann Gewalttaten der Eltern oder wenn ein Mord passiert ist. Also wir haben ja auch immer wieder mit Patienten zu tun, wo Morde in der Familie passieren. Ja? Oder wo jemand der Hehler ist oder wo die Mama Prostituierte ist oder wo die Patientin Prostituierte ist. Ja, das gibt es ja alles in Wirklichkeit. Der Drogenkonsum der Kinder. Ja? Also all das muss jetzt eigentlich auf dieses Formular geschrieben werden. Weil sonst, wie am dann hinten steht, der Antrag nicht bearbeitet wird und der Patient entweder keinen Kassenplatz kriegt auf Therapie oder keine Rückverrechnung kriegt auf Therapie, also für die Therapiestunde. Ja, also es gibt viele Dinge, die mir da eingefallen sind aus der Praxis, aus der täglichen. Ja. Also es ist ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Ja. Und ich glaube, dass das nicht überlegt worden ist von dem Herrn Menglin, Dr. Menglin, wie der heißt, was das eigentlich für einen Rattenschwanz auch an rechtlichen Folgeproblemen nach sich ziehen könnte, abgesehen von diesen unglaublichen menschlichen Problemen, die da entstehen. Also ein Wahnsinn. Ein weiteres Problem ist, dass Kinder ihre Eltern nicht von der Schweigepflicht entbinden können. Das heißt, den Kindern geht es gar nicht, oder bei Jugendlichen auch diese ganzen Daten zu verwenden. Der andere Punkt ist für Geheimdienste, wäre das ja wunderbar. Wirklich. Ja, also das heißt, Leute, die erpressbar sind in diversesten Funktionen, ist ja fürchterlich vorstellen, dass diese Daten irgendwo herumliegen. Und der Daten, also ja. Nein, wir haben ja da auch einmal einen Datenschutzrechtler dazu befragt, der dann gesagt hat, also wenn schon die Patientinnen genötigt werden, so diese Entbindung vorzunehmen, dann müssen sie aber das Recht haben, erstens zu wissen, was passiert mit diesen Daten, also wo liegen diese Formulare herum, werden die jetzt dann noch einmal elektronisch verarbeitet oder nicht, ja? Gibt es da andere Gruppierungen von sogenannten Gesundheitsdiensteanbietern, die einen Zugriff haben auf diese Daten? Und die Patientinnen müssten rein rechtlich jederzeit die Möglichkeit haben, diese Angaben von Daten auch zu widerrufen. Das wäre eigentlich das ganz normale, rechtlich gesicherte Prozedere. Kümmert sich kein Schwein darum. Ja? Also ist nicht relevant. Ja? Und diese rechtliche Stellungnahme haben die aber. Also. Ja. Noch eine ergänzende Frage, was Sie schon sagten mit Kindern und Eltern. Das, ich habe es vorhin vor mir, da fehlt auch ein Teil irgendwie, heißt nur Daten und Schutz des Patienten oder gesetzlichen Vertreter, das steht nicht dabei. Es darf also darf kein Jugendlicher unterschreiben, es darf niemand unterschreiben, der eine Vormund hat, der eine Vormundschaft abgegeben hat an jemand anderen. Und zusätzlich steht nicht dort, was der Patient unterschreibt. Für den Therapeuten steht dabei, ich erkläre, dass die Fortsetzung zweckmäßig ist. Was erklärt oder unterschreibt der Patient hier? Das ist genau das Problem, was wir auch sehr stark kritisieren. Es fehlt eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht, die auch wirklich also, wasserdicht ist. Ja, die auch beinhaltet, was ich, für was wird der Therapeut entbunden, für wie lange darf die Kasse diese Daten aufbewahren. Ja, es muss auch dieses Widerrufsrecht hinein, das Löschungsrecht, ja, all das, und es muss auch der Vormund eventuell hinein, ja.
Und da möchte ich nochmal anknüpfen an das mit den Kindern und Jugendlichen, die ja noch nicht selber unterschreiben dürfen. Ich habe mir das so ausgemalt, was ist jetzt eigentlich, wenn ein Jugendliche kommt oder ein Kind in Therapie und es ist sexuell missbraucht, ja, oder es hat Gewalt in der Familie und es ist noch aufrecht oder es ist kurz her. Ne? Wer unterschreibt denn dann das Formular? Der Gewalttäter? Der wird das sicher nicht unterschreiben. Das heißt, es wird ab sofort keine Therapie mehr geben mit misshandelten Kindern oder mit missbrauchten Kindern. Weil ja genau der Vormund muss ja das unterschreiben eigentlich. Ne? Wenn das dann dort steht, ja, und das muss ja dort stehen laut Kasse, weil sonst wird ja der Antrag nicht bearbeitet. Also das ist ein Schuss ins Knie. Ich hätte eine Frage, weil Dr. Husek auch da ist als Arzt. Das Formular muss ich ja dann ausfüllen, wenn ich sozusagen meine Behandlung von der Krankenkasse bezahlt bekommen möchte. Oder refundiert. Ja, ja. Zuschuss. Gibt's, ich wollte bewusst, weil ich sage, ich bin Techniker zum Glück. Ich bin zwar ein bisschen Ärzte verseucht, weil meine beiden Brüder Ärzte sind. Aber mir wird dann so ganz schwindelig, wenn so über Daten plötzlich so locker geredet wird. Das Gesundheitssystem verfolgt uns seit vielen Jahren als Quintessenz, weil gerade bei den Schwächsten in der Gesellschaft wird auf Zwang hin immer diese Aushebelung des Datenschutzes gemacht. Also das war vor ein paar Jahren schon, also in Innsbruck, da musste man, wenn man arbeitslos ist und man wollte zum Arzt gehen, musste man unterschreiben, dass der Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht enthoben wird. Das heißt, dort wird wirklich die Stellung der Kasse, du brauchst ärztliche Hilfe, du kannst es dir nicht selber leisten, erzwungen. Ich habe irgendwann einmal mit der Minister Rauch Kallert, als ich noch Minister war, diskutiert über das, dass die Sachen ja rückfließen könnten bei Elga. Und da haben wir über Rauchen diskutiert, was ja damals noch möglich war. Mittlerweile ist ja so, dass es nur noch einen Politiker weltweit gibt, der raucht. Das ist der Bundeskanzler Schmidt. Sonst gibt es keinen Politiker mehr, der raucht. Und wir trinken Mineralwasser. Und da hat damals die Minister Rauch Kallert mir gesagt, naja, dann soll man es halt dem Arzt nicht sagen. Also offizielle Aussage des Gesundheitsministers, dass man bei der Anamnese, beim Arztgespräch und das jemanden, der ich sehr paranoid ist und immer schon ein gestörtes Verhältnis zu Ärzten hat, weil man nur ein wirkliches Vertrauensverhältnis zu jemandem aufbauen möchte, dem man über den Weg traut. Und wenn ich jetzt sowas unterschreiben müsste, gerade Ihre Berufsgruppe ist ja jemand, sage ich, wie in der Einladung schon gesagt hat, wo man nicht gern hingeht. Was ja eher mit Makel, ist oft in der Gesellschaft so Makel behaftet. Nur zum Internisten kann ich gehen, zum Hautarzt kann ich gehen, aber zum Psychiater, das wird schon krumm angeschaut. Die Frage eben auch Richtung Arzt, gibt es eine vergleichbare Branche in der Medizin, also wo ich so viel ausfüllen muss, dass ich ärztlich behandelt werde? Ich meine, ich kenne es nicht, aber ich gehe nicht so viel. Zum Hausarzt brauche ich es nicht unterschreiben. Zum Hautarzt muss ich es nicht unterschreiben. Zum Internisten muss ich es nicht unterschreiben. Also im Grunde. Bei keinem Arzt einen Antrag stellen, dass man zum Hingehen darf. Ne? Aber auch sonst bei keinem Gesundheitsberuf, der über die Kasse rückverrechnet. Also bei einer Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin, also das wäre undenkbar. Ja? Also auch bei den Gesundheitsdiensteanbietern, bei den GDAs, muss ich nie einen Seelenstriptease machen, weil ich Bandscheibenprobleme habe und ich brauche eine Massage, dann kriege ich die irgendwie genehmigt, aber ich muss nicht sagen, warum ich Bandscheibenprobleme habe. Das ist eigentlich eine Paradoxie, weil es ist ja genau unser Beruf der, wo man am meisten Vertrauensverhältnis aufbaut. Ne? Ja. Und eigentlich am allermeisten und auch braucht. Ja. Und auch Vertrauensschuss geben muss als Patient. Und genau dieser Beruf wird jetzt ausgehebelt. Und genau dieses Vertrauensverhältnis, und um das geht es ja heute, ne, wird ausgehebelt. Das ist ja eigentlich das Um und Auf, es ist unsere Säule des Berufes. Ne? Wir haben ja der wichtigste Paragraph quasi in unserem Gesetz ist ja die Verschwiegenheitspflicht. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Und das Ministerium für Gesundheit wird ja nie müde, uns zu erklären,
dass wir über alles verschwiegen sein müssen, aber hier werden wir ganz schnell zum Handlanger der Gebietskrankenkasse, müssen wir gar nicht mehr verschwiegen sein. Ja. Was ist, wenn ein Patient sagt, er empfindet uns nicht von der Schweigepflicht? Verliert er dann seinen Anspruch? Ja. Wenn er uns nicht von der Schweigepflicht empfindet? Ja. Das steht ja genau drinnen. Da steht drinnen, wenn das nicht ausgefüllt wird. Aber das wäre natürlich schon ein interessanter Fall, wenn das dokumentiert ist, könnte man das einmal ausjudizieren. Das wäre schon spannend, ja. Weil da dieses Moment der Nötigung natürlich drinnen ist. Ja. Also du kriegst die dir gesetzlich zustehende Kassenleistung nur dann, wenn du die Berufsgruppe zwingst, sich gegen ihr Berufsrecht zu verhalten. Also Berufspflicht auch, ja genau, eher Pflicht. Ja. Und das wäre dann natürlich schon eine interessante juristische Abwägungsfrage. Das ist ja noch was interessant. Im Strafrecht. Sollten wir probieren. Im Strafrecht haben wir sehr wohl, wenn uns der Patient entbindet, die Möglichkeit, uns zu entschlagen. Ne? Das haben wir da gar nicht. Wir können uns nicht entschlagen. Wir haben nicht einmal ein Entschlagungsrecht hier, obwohl es das in den Prozessen gibt. Ja? In der Zivil- und in der Strafprozessordnung gibt es das. Ja, aber, da ist nur eine Frage. Gleich, ne? Was ja auch ist, es geht mir um so ein Vertrauensverhältnis. Ne? Man besucht ja eher öfters den Psychiater, weil man ja ein Vertrauensverhältnis, Psychotherapeuten, weil man ja ein Vertrauensverhältnis aufbauen muss. Mhm. Weil man geht ja nicht dorthin, setzt sich, also ich bin jetzt da ganz freudig an, setzt sich auf den Stuhl und plappert von der freien Seele los, sondern das braucht ja einen Lernprozess und ein Aufbauprozess. Mhm. Und wenn ich das jetzt dann sowas bekomme, ist ja genau das Gegenteil. Ne? Weil ich sage ja schon immer bei meinem Hausarzt, dass sobald die Tür zu ist, das Gespräch ein Vier-Augen-Gespräch sein soll. Weil sonst kann ich mir ja nicht erzählen. Ich kann ja nicht sagen, ich habe das und das Problem und ich habe die und die Sorgen und die Ängste. Weil ja in dem Moment, wo das zurückläuft, und ich meine, ich mache jetzt den theoretisch perversesten Fall, ne, dass ein Mitarbeiter der Wiener Gebietskrankenkasse Dienste in Anspruch nimmt. Er möchte es refundiert haben, also muss er schreiben, ich habe Existenzängste, wenn ich zu meinem Arbeitgeber gehe, weil bla bla. Ja? Wie soll denn das bitte möglich sein? Also einfach vom Vertrauensverhältnis her. Ne? Christian, ja? Ja. Also im Prinzip sozusagen, ich lese das jetzt von meiner eigenen Homepage, zum rechtlichen Hintergrund. Ich bin kein Jurist, ich habe es jetzt auch nur für erste bedacht. Im Prinzip geht es ja so, zum Beispiel im Datenschutz, gibt es ja zwei Paragraphen, die dazu Informationen geben, soweit ich das jetzt nicht gewiss würde. Das ist einerseits aus dem Datenschutzgesetz aus dem Jahr 2000, der Paragraph 9. Und 15. Da wird dann der Absatz. Daten 12, die Daten, also Ausnahme jetzt, die Daten zum Ziffer Zweck der 6. Gesundheit. Ziffer 6. 6, ja, eine Zustimmung gibt es ja, aber 12 ist also die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, Diagnostik, bla bla bla, unter Verwendung dieser Daten durch ärztliches Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. Das ist das eine. Das andere steht im Ärztegesetz, ich weiß jetzt nicht, ob das auch jetzt für die Psychologen, Psychotherapeuten vielleicht zutrifft, aber da steht § 54 Ärztegesetz, das betrifft also Arzt und seine Hilfspersonen oder was auch immer. Die Verschwiegenheitspflicht besteht insoweit nicht, als die für die Honorar- oder Medikamentenabrechnung gegenüber den Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung auch im automatisationsunterstützten Verfahren Dienstleistungsunternehmen überlassen wird und so weiter. Aber das ist ein Unterschied zum Ärztegesetz. Also im Psychotherapiegesetz ist das. Ja. So ein Gesetz hat, aber ich wollte das. Ja, im Psychotherapiegesetz ist es anders geregelt. Punkt erwischt. Also jedenfalls. Die Krankenkassen oder Versicherungen haben das Recht, gewisse Daten zu erfahren.
nur für das jetzt gerade im Moment, die Frage ist, in welchem Umfang? Das ist sozusagen eine Frage des Maßstabs und über den müsste man mal diskutieren. Also da steht im, die Erforderlichkeit wird da... Mitteilungen oder Befunde des Arztes an die Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten oder sonstigen Kostenträger in dem Umfang. Das ist jetzt zu diskutieren. Also für den Empfänger zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bieten. Mhm. Das heißt, die Versicherungen, die Krankenversicherungen, die normale und auch private Leister haben das Recht auf Daten in dem Umfang. Das sollte man nicht. Also das Stichwort Verhältnismäßigkeit ist schon vorhanden. Ich kann das nur kurz vorlesen. Bei der Psychotherapie ist so, sagt der Jurist, das Berufsrecht der Psychotherapeutin hingegen kennt keine Bestimmung, die die Psychotherapeuten berechtigen oder verpflichten würde, den Sozialversicherungsträgern Auskünfte über die Behandlung von Patientinnen zu erteilen. Also Psychotherapeutinnen sind da aus gutem Grund besser geschützt, weil es da eben sehr viel stärker um sehr persönliche, lebensgeschichtlich relevante Informationen geht. Und auf der Diagnoseebene hat es diese Formulare ja sowieso immer gegeben. Ne? Also, dann müsste man aber die Krankenkasse schlicht und einfach anzeigen. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Und der Berufskodex der Psychotherapeuten, der geht noch weiter, der sagt ganz klipp und klar, die Verschwiegenheitspflicht steht über allfälligen Interessen der staatlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege. Aber es ist problematisch, weil die Verschwiegenheitspflicht streng genommen bezieht sich auf mitgeteilte Geheimnisse. Das heißt, wenn der Patient sagt, das bleibt doch unter uns, dann ist es ein mitgeteiltes Geheimnis. Aber da gibt es ein unendlich weites Feld, was sich auftut. Zum Beispiel, ich würde eine junge Frau mit einer Anorexie behandeln und im Laufe längerer Behandlung taucht auf, dass wahrscheinlich doch in schon sehr frühen Lebensjahren sexueller Missbrauch regelmäßig bei dieser Patientin verursacht wurde. Und die Patientin trägt einen Namen, der einer bekannten Politiker, Stadtpolitiker von mir angehört. Jetzt, was kann man da überhaupt noch mitteilen, wenn man nicht schadet? Ne? Eigentlich müsste man in solchen Fällen berechtigt sein, die Kasse nur darauf hinzuweisen, schwer in der Kindheit traumatisierte Persönlichkeit passt aus, als Rechtfertigung für die lange und intensive Therapiedauer und nichts weiteres. Die Kasse will aber mehr. Und die Handhabung von Verschwiegenheitspflichtigkeit ist eigentlich eine Sache, die nur der Therapeutin schätzt. Es gibt auch Patienten, die etwas mitteilen, weil sie meinen, es ist überhaupt kein Problem mitzuteilen. Aber als Therapeut weiß ich, dass es eine sehr heikle Sache ist. Und auch wenn der Patient mich entbinden würde von der Verschwiegenheitspflicht, habe ich das höherwertige Rechtsgut wahrzunehmen. Nämlich, ich darf nicht Sachen ausplaudern, die die Persönlichkeits- und Therapieentwicklung des Patienten sehr gefährden würden. Das darf man sowieso alles nicht ausplaudern. Ohne Anonymisierung geht das generell nicht. Immer nicht nur das Recht, sondern du hast das ja auch so gut geschrieben und bist ja da auch ganz beschlagen. Es wird uns ja die Kompetenz sozusagen runtergeräumt und die Indikationsstellung zur Psychotherapie wandert dann klammheimlich, nämlich in die Kasse. Nämlich, das ist unsere Berufspflicht. Wir sind verpflichtet, Indikationen zu stellen. Ist die Psychotherapie gerechtfertigt? Mit welcher Methode? In welchem Ausmaß? Wie lange? Ja, das ist unsere Pflicht eigentlich, so wie jeder Arzt auch eine Indikation stellen muss, wenn er operiert oder nicht operiert oder ein Medikament abgibt an den Patienten. Der kann auch nicht das an die Kasse abgeben, anonym. Ja, oder die Kasse kennt ja den Menschen gar nicht. Ja. Die weiß ja gar nicht, ist das jetzt das Richtige für den Menschen. Ne? Und ich denke, da geht es auch um einen Großangriff auf unseren Beruf, ne? Auf gewisse Kompetenzbereiche unseres Berufes. Und es gibt ja diesen Verhältnis. Aber ich glaube, es geht vor allem auch um, also es ist sicher auch ein Misstrauensantrag dem Beruf gegenüber, aber ich glaube, es geht schon um ganz besonders interessante und wichtige persönliche Daten. Mhm.
weil die psychischen Probleme sind ein riesengroßes Problem in dieser Gesellschaft. Ja? Und sie wissen de facto nichts davon. Und es kümmert sich auch niemand darum. Aber es wäre natürlich höchst spannend und interessant, da eine Sammlung von Daten zu haben und zu sehen, woher kommt das und wie haben die Eltern von diesen Patienten gelebt und wie bringen wir die wieder in den Berufsalltag hinein und so weiter. Ne? Also all diese Fragen, die Sie da stellen, aber die ja über einen ganz anderen Weg eigentlich beantwortet werden sollten, sollen jetzt einfach dadurch, dass die Patienten sich outen. Ne? Zwangsouten. Zwangsouten. Ja. Mhm. Sollen die halt lukriert werden. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Wir haben, solange ich im Berufsverband war, haben wir sicher 3 bis 5 Mal im Jahr, würde ich sagen, das Problem gehabt, dass plötzlich Sozialversicherungen oder Arbeitgeber wissen, dass jemand in Psychotherapie ist. Ja, da gab es aber das Formular noch gar nicht. Ja. Sondern einfach nur ein Leck in der Kasse. Ein Leck in der Kasse, ja. Jemand, der gerne plaudert und vielleicht sogar noch Geld dafür nimmt oder irgendwelche Belohnungen. Ja. Also, ja. Und das ist nur relativ harmlos, aber wenn dann eine Lehrerin deswegen keine Anstellung mehr kriegt, dann ist Schluss mit lustig. Ne? Also... Also mir scheint das so als Außenstehender, dass irgendwo die Kassa diesen Berufsstand nicht über den Weg traut und selber entscheiden möchte. Ähnliche Tendenzen gibt es ja in der Medizin genauso. Bei der Flugmedizin sind wir gerade ja beim obersten Gerichtshof deswegen, weil ja auch dort dem ärztlichen Urteil nicht mehr geglaubt wird, sondern das soll dann ein BWL-Student entscheiden können, ob jemand flugtauglich ist oder nicht, was mich sehr amüsiert. Wir haben also von der rechtlichen Einordnung her, ich kenne das zum Beispiel von Einstellungsgesprächen, wenn der Arbeitgeber etwas fragt, was er nicht fragen darf, dann muss ich nicht beantworten, weil es wäre sittenwidrig. Also ich kann als bei einem Einstellungsgespräch Fragen einfach ablehnen und sagen, und ich kann dort lügen, ich darf dort legal lügen. So, jetzt will ich ärztliche Hilfe haben, weil ich halt traumatisiert bin oder ich weiß nicht was. Die Krankenkasse verlangt aber von mir irgendwas. Das ist so ähnlich wie Software, wo man auch immer, man kann nur Ja sagen und nicht Nein sagen. Das ist eine Nötigung. Und Fragen, die unter Nötigung abverlangt werden, sind zumindest aus meinem Rechtsverständnis als Techniker ungültig. Kann man nicht hier sozusagen sagen, die Fragen sind schlicht und ergreifend aus meiner Sicht sittenwidrig? Weil nur weil ich eine Versicherung, ich kann es nicht lesen, ich brauche meine Lesebrille, die, genau, irgendwann sind die Arme zu kurz, kann man jetzt sozusagen wirklich sagen, das darf ich gar nicht beantworten, weil das wäre sittenwidrig. Auch wenn der Patient, weil er es nicht besser weiß, ist er ein Schutzbefohlener im Grunde. Und ich kriege jetzt von meinem Betreuer das hingelegt zum Unterschreiben, da müsste ja eigentlich mein Psychotherapeut sagen, Moment einmal, das darfst du gar nicht unterschreiben, weil du schädigst nicht nur dich, sondern durch die Familienanamnese ja auch deine ganze Umgebung. Und wir wissen eins, also das ist jetzt sozusagen mein Beitrag zu diesem Talk, es ist nicht eine Frage, ob Daten gehackt werden, sondern nur eine Frage, wann. Also Daten, die irgendwo erfasst werden, es ist nur eine Frage, und je größer der Kreis der Betroffenen ist, auch wenn mir jetzt die Frau Dr. Herbig wieder widersprechen wird, je größer der Kreis derer, die darauf zugreifen können. Wenn ich beim Arzt bin oder sonst wo und der macht sich handschriftliche Notizen, ja, natürlich kann man bei ihm einbrechen und natürlich kann, wenn man jetzt versucht, meine Geschichte zu finden und man findet raus, bei welchem Arzt ich war, dort einbrechen, an die Daten drankommen. Ja, das ist verdammt schwierig. Nur wenn ich es zentral speichere und wir sind ja gerade dabei mit der Wiener Gebietskrankenkasse, die ist im Elga-System drinnen, das heißt, diese Daten sind dann auch im großen Elga-System drinnen, das heißt, da sind dann 150.000, 200.000 Menschen in Österreich, die berechtigten Zugang zu diesem System haben, ich sage nicht zu dem Akt, aber zu dem System haben. Und wir wissen ja auch eines mittlerweile, dass also... das ist ja die schmerzliche Lehrerfahrung der Amerikaner nach Wikileaks und nach Edward Snowden,
dass es nicht möglich ist, ein System abzusichern, weil WikiLeaks, 2 Millionen Armee-Mitarbeiter, kann ich die Daten nicht sicherstellen und bei der NSA genauso nicht. Und ich sage, es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der sagt, er kann garantieren, wenn 150.000 Menschen Zutritt zu einem System haben, dass die Daten nicht irgendwie kursieren, das ist unser Gesundheitsminister. Genau. Er ist weltweit der Einzige, der sich... Sind wir uns doch alle total genau. sicher, oder? Die Frage ist jetzt, ja, wir können das unterschreiben, die Geschichte. Ich glaube auch, dass ich verstehe das Gefühl der Krankenkassen, nicht einfach ohne Kontrollmöglichkeiten etwas bezahlen zu sollen. Nur glaube ich nicht, dass sie bei der Diagnose mitreden dürfen. Also dann müssen sie anonymisieren, wenn sie so viel Informationen auch nicht wollen, auch nicht anonymisiert, weil ich meine, das ist eine Lehre, ich kann Daten nicht anonymisieren. Ich kann sie nicht mehr anonymisieren. Je mehr Daten ich habe, und wir reden mittlerweile von Big Data, ich komme wieder auf die Person zurück. Die EU ist mit dem neuen Datenschutzgesetz bei der Pseudo-Anonymisierung und bei der Diskussion, warum sie Pseudo-Anonymisieren wollen im Gesundheitswesen, ist die Antwort die, ja, wir wollen ja bei den Studien, wenn wir in 10 oder 20 Jahren eine Therapie finden, zurück zu den Patienten von vor 20 Jahren kommen. Genau. Pseudo-Anonymisierung, nur dass wir mal wirklich wissen, über was wir reden, bedeutet, dass nicht mein Name, sondern meine Sozialversicherungsnummer gespeichert wird. Jeder, der Datenbankdesign macht, weiß, dass mein Name nie beim Datensatz daneben steht, sondern es gibt eine Adressdatenbank, ich habe eine Kundennummer, zum Beispiel meine Sozialversicherungsnummer, und im Befund steht nur die Sozialversicherungsnummer. Und ich kann durch ein Join sozusagen die zwei Sachen zusammenführen. Das ist nicht anonym. Nein, das ist nicht anonym. Das ist nicht anonym. Aber wäre das anonym so, in Tirol machen Sie das ja so, dass diese Antragsformulare, die auch relativ ausführlich sind, die kommen in eine Gutachterkommission. Die Gutachterkommission befundet das und sagt der Krankenkasse, die Person mit der Versicherungsnummer so und so soll berechtigt sein, Psychotherapie zu haben, das ist angeschaut. Ja? Und solche Papiere werden dann dort einige Jahre aufgehoben und in der Kommission dann auch vernichtet. Das ist eigentlich schon eine Anonymisierung, oder? Wenn er die Sozialversicherungsnummer nimmt, nein. Die Sozialversicherungsnummer schicken Sie weiter an die Krankenkasse. Die Sozialversicherungsnummer ist mittlerweile ein bekanntes Datum. Aber ohne irgendeine Information, was die Problem ist, haben, ja? die Sozialversicherungsnummer ist zum Beispiel beim AMS bekannt. Bei vielen staatlichen Stellen ist es bekannt. Wenn man sowas anonym machen wollte, müsste man sozusagen für diesen einen Fall eine Nummer vergeben. Ja, stimmt. Und es wird nur über diese Nummer kommuniziert. Mhm. Das Problem ist, meine Matrikelnummer, ja, zur Studentenzeit, da das von vielen anderen Systemen genutzt wurde, ist sie nicht mehr anonym. Mhm. Also ich habe einfach das Problem, wir sind zu blauäugig, was wir sagen, naja, das ist nicht zurückführbar. Und gerade die Tiroler Gebietskrankenkasse ist ein Dauerabonnent der Big Brother Awards. Nicht nur, weil sie halt auf Webservern die vollen Datensatz veröffentlichen, damit Gesundheitsdiensteanbieter sich die Adressen und so weiter ziehen können, sondern im letzten Jahr sind sie auf die Idee gekommen, was eine nette Idee ist, Großfirmen, Klammer auf, ab 50 Mitarbeiter, Klammer zu, die Befunde ihrer Mitarbeiter zurückzuliefern, damit der Arbeitgeber auf Missstände im eigenen Unternehmen reagieren kann, weil sich die Sessel sind falsch und weiß ich was. Das Problem ist, bei einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, wenn ich weiß, dass es ein Mann, der 35 Jahre alt ist, an den und den Tagen krank war, dann, Entschuldigung, weiß ich, wer es ist. Ja, bei der Firma Siemens mit 150.000 Mitarbeitern kann ich es vielleicht nicht zuschlüsseln, weil es gibt im Zweifel zwei 35-Jährige, die vom 5. bis 16. Mai krank waren und weiß ich was. Also wir brauchen, um Daten zuzuordnen, nicht sehr viele Informationen. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben. Die
In England hat man versucht, wenn ich anonyme Telefondaten habe, also die Vorratsdaten auf England, aber nehmen wir das österreichische Beispiel, ich kriege die Verknüpfungsdaten, also wer welche Telefonnummer wann telefoniert hat, nur die Telefonnummer wann welches Telefonat von ganz Österreich, von allen Österreichern. Wie viele Informationen brauche ich, um eine Person zu erkennen? Was schätzen Sie, wie viele Datensätze, wie viele Merkmale braucht man, um, ich habe von, wie viele Österreicher gibt es jetzt, 8 Millionen? Von 8 Millionen Österreicher alle Telefonate eines Monats. Wie viele Informationen brauche ich, um ihn eindeutig zuzuordnen? Hausnummer. Naja, ich habe einfach Telefonnummern und dann muss ich, da möchte ich von jemandem wissen, das ist seine Telefonnummer, das sind seine Anrufe, das war der und der. Also von anonymen Daten, wo nur Telefonnummer, Standort, Anrufzeit und so weiter ist. 4 Stück haben sie gebraucht. Weil das Problem ist, Facebook sei Dank, ich weiß über Facebook, der ist heute dort und dort. Morgen ist er, also weiß ich, heute um 18 Uhr ist er am Heldenplatz, morgen ist er dort, weiß ich, in Graz und übermorgen dort. Und mit diesen Sätzen schaue ich nach in den Datensätzen, 100.000 Datensätzen und komme nach 4 Informationen auf einen Daten, auf eine Telefonnummer. Also das ist, wir sind so naiv. Ich sage, wir sind einfach so naiv zu glauben, ja meine Güte, in der Masse der Datensätze. Es gibt 8 Millionen Österreicher, die im Durchschnitt, weiß ich, 10 Telefonate pro Tag führen. Das sind so viele Millionen Datensätze, da tauche ich nicht mehr auf. Aber wenn ich dann eben durch Foto, durch, ich meine, wir haben jetzt hier mal, ne, sitzen da 30 Leute. Ne? Und diese Information, morgen ist das und das, und es gibt halt, bei dem morgigen Treffen sind nicht die gleichen 30 Leute da, sondern sind wieder andere. Das sind dieses, wenn man datentechnisch aufmacht, so Kreise. Ja? Ja. Ich spiele mit Daten, die schon seit 30 Jahren die Volkswirtschaft in Deutschland durchgespielt und 5 bis 6 Daten gemacht haben, wenn ich reingucken muss. Volkswirtschaftsdaten. Also, unglaublich. Es ist, ich sage, nicht glauben bitte, dass es so leicht ist, Daten zu anonymisieren. Es wird eines der ganz großen Herausforderungen sein, Daten so wirklich für Studien zum Beispiel freizugeben, dass sie nicht zurückschlüsselbar sind. Ja? Na gut, jetzt geht es einmal um den Widerstand gegen genau. Dieses Formular. Ich habe eine Frage zu dem, was mir noch ein bisschen fehlt, ist sozusagen, wie es wirklich dazu gekommen ist. Also die Datenschutzfrage ist eine relativ offensichtliche, die schnell auftaucht und die nicht schwierig zu erkennen ist, als Problematik. Aber ist es denn jetzt so, dass man davon ausgehen kann, dass die Wiener Gebietskrankenkasse das aus einem klassischen Kostendruck oder einem Kosteninteresse heraus macht? Oder ist das ein eher geringfügig sozusagen relevanter Grund? Also aus meiner nicht recherchierten Sicht würde ich vermuten, dass es eine reine Kostenfrage aus Sicht der Wiener Gebietskrankenkasse ist, dass die möchten das haben, sozusagen, um die Kosten besser kontrollieren zu können und zu wissen, warum das dorthin fließt. Und da ist meine zweite Zusatzfrage dann gleich. Ob es denn nicht schon auch so ist, dass bei uns sozusagen die Inanspruchnahme von so einer Dienstleistung eher im Steigen ist, eben dadurch, dass es weniger stigmatisiert als früher zumindest, also auch wenn noch immer eine Stigmatisierung da ist, dass die weniger wird. Und dass dieses Formular natürlich vielleicht ein Resultat dadurch ist, dass die Kosten eben nach oben gegriffen sind und dass vielleicht die Problematik schon dahin liegt, dass man sozusagen gesellschaftlich akzeptabel machen muss, dass das Geld kosten darf und soll, dass das auch eben Präventionsmechanismen und so weiter hat. Ja. Also nein, es ist sicher, der Entstehungsprozess, was zu dem Formular kommt. Nein, es ist sicher eine Kontrollfrage, Kostenkontrolle, aber auch Kontrolle der Patientinnen und Kontrolle der Psychotherapeutinnen. Es gibt so einen Mythos, dass es ganz viele Menschen in Österreich gibt, die aus Jux und Tollerei und weil es so hip ist, in Psychotherapie gehen. Unsere Erfahrung ist eine ganz andere. Es kommen eigentlich im Vergleich zur Größe von Österreich kommen sehr, sehr wenige Leute in Psychotherapie, weil unser Versorgungsgrad ist sehr gering, weil die Krankenkasse hat da immer den Deckel drauf gehalten. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass wir auf einem sehr niedrigen Niveau versorgen
Und immer wenn sie ein bisschen aufmachen, explodiert es sofort. Und vor dieser Explosion haben sie Angst. Ja? Aber wir sind jetzt bei einem Versorgungsgrad von, was weiß ich, 0,8%. Ja? Und wenn man Richtung Deutschland kommt, sollten wir bei 4-5% der Bevölkerung sein. Natürlich kostet das was, das ist ja klar. Ja? Und jetzt ist aber zusätzlich so, ja, dass in der Krankenkasse in Österreich, ich habe das immer so erlebt, dass es eine ganz merkwürdig ambivalente Beziehung auch von wichtigen Kassenfunktionären zur Psychotherapie gibt. Also einerseits ist die Psychotherapie gefürchtet, so mit ihrem revolutionären, emanzipatorischen Potenzial. Ja? Und das ist irgendwie was Unkontrollierbares, was die Leute da machen. Das sind nicht so lineare Prozesse, die man so mit wenn, dann beschreiben kann. Ne? Und das hat immer sehr viel Skepsis hervorgerufen und gleichzeitig sicher auch die unglücklichen Kassenverhandlungen, wo die Krankenkassenbeamten sich aus meiner Sicht nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was Psychotherapie ist, und dann sehr schnell ein Machtspiel daraus geworden ist, ja, wo die Krankenkassen sagen, ja, gesetzlich ist es zwar so geregelt, es ist auch ein freier Beruf, nicht weisungsgebunden, die Patientinnen haben den freien Zugang, aber wir wollen das nicht. Also es ist schon ein Misstrauen den Psychotherapeutinnen gegenüber, obwohl, das ist nämlich auch interessant, ja, das hat sie extrem stark festgesetzt, obwohl es 3 halbwegs vernünftige Studien in Österreich gibt zur Qualität der Psychotherapie, und also so Outcome-Studien, die es gibt ja dazu nicht viel in Österreich, und die haben hervorragende Ergebnisse. Also Follow-up-Studien, wo Patientinnen sagen, sie sind nur zufrieden, Krankenstandstage gehen zurück, Krankenhaustage gehen zurück, Medikamentenkonsum geht zurück. Und ein ganz winzig, verschwindend kleiner Prozentsatz, die sagen, es hat mir nichts geholfen. Wesentlich bessere Ergebnisse als jedes Ergebnis in Bezug auf ärztliche Leistungen in dem Bereich. Und trotzdem hält sich das aber so als eine Art Misstrauen eigentlich und Skepsis dieser Behandlungsmethode gegenüber. Und es gibt auch dann auch noch, sage ich noch kurz, die Krankenkassen sagen auch immer, sie sehen da ein Heerschar von Menschen in die Psychotherapie ziehen, wenn sie da auch machen würden. Ja? Was überhaupt, also was mit den EU-Vergleichsdaten überhaupt nicht übereinstimmt. Ja? Zu den Kosten ist vielleicht auch noch Folgendes zu sagen. Ich glaube, den wenigsten Österreichern ist bekannt, dass jeder mit seinem Sozialversicherungsbeitrag einen Psychotherapiebeitrag zahlt. Bei Angestellten 0,5%, so viel war es, und bei Arbeitern 0,3%. Wo ist das Geld? Ich meine, Psychotherapiekosten sind sowieso gedeckelt. Also das ist ein geringer Faktor in Wirklichkeit von den Ausgaben her. Das ist nicht hoch, aber man fragt sich, wo ist das ganze Geld hin? Ne? Es wird in andere Löcher hineingestopft und in Wirklichkeit hat jeder einen Rechtsanspruch darauf, laut ASVG auf Psychotherapie, schon allein, weil jeder dafür zahlt, ne? Mit jedes Monat. Die zahlt eine Versicherung. Mit der Versicherung den Anspruch nehmen. Weil das ist nämlich damals mit dem Gesetz, wo das Pflichtleistung der Kasse wurde, sind auch die Beiträge erhöht worden. Extra für die Psychotherapie. Die Psychotherapie, ja. Haben wir alle einen Beitrag. Jeder. Und da gibt es eine Abrechnung, müsste ja eigentlich geben, oder? Es gibt keine Abrechnung. Ich frage aber. Wir hätten jetzt gerne mal die Abrechnung. Ja. Dieses Formular von Dingen, die bis Krankenkasse ist, dilettantisch, wenn man es vergleicht mit anderen Formularen, völlig dilettantisch. Wenn wir in etwa vergleichbare deutsche Rechtssituation hätten, kann man sofort alles Mögliche klagen. Die Problematik ist, dass in Österreich nur der Patient klagen kann, weil der Patient ist der Versicherungspartner und Patienten genieren sich im Prinzip zu klagen. Ja, so also wir sind die Kassen relativ sicher. Aber dieses Formular, dieses Gießkrankenkassenformular ist dilettantisch und ist in den Daten, was sie verlangen, derartig menschenverachtend, das ist evident.
sodass ich mich wirklich frage, was ist da dahinter, dass so ein paranoider Kontrollwahn verbunden mit größten Ideen sich entwickelt, man könnte jetzt alles registrieren. Und das passiert von einer sozialdemokratischen Kasse, wird ein System entwickelt, das im System vor 70 Jahren guten Platz hätte. Das ist eine gesundheitsstaatspolizeiliche Instrumentarien, wenn hier eingeführt. Da frage ich mich, wieso kippt der Konsens, also 1992 hat noch den Konsens gegeben von den Krankenkassen, wir unterstützen Psychotherapie, wir geben eh nur einen Kostenzuschuss von 250 Schilling pro Stunde und wenn uns gesagt wird, Diagnose und es ist notwendig, dann zahlen wir unseren Teil. Was passiert in diesem Staat, dass das so kippt, dass wir in ein System, in ein Registriersystem hineinkommen, ja, schlimmste Geschichte. Ja. Ich glaube, das ist kein Phänomen, als Antwort sozusagen auf die Frage, kein Phänomen, dass das im Staat sozusagen gibt, sondern es ist einfach, was wir an sehr vielen Stellen, ich meine, es ist ja nicht nur im Gesundheitswesen mit Elga, hier mit dem Formular, sondern wir sind gerade so dabei, alle Moral über Bord zu werfen, was den Umgang mit persönlichen Daten betrifft. Also normalerweise müssten wir ja sagen, als Quintessenz nach 15 Jahren kann man endlich den Laden zusperren, weil wir müssten unser Ziel erreicht haben. Und im Zweifel ist es aber wirklich so, dass es von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Und es wird massiv schlimmer. Und das Fürchterliche ist, dass es kein Schuldbewusstsein gibt. Ich meine, wir leben in der absurden Situation, dass der Staat, die Behörde, sich immer mehr abriegelt mit Amtsgeheimnis. Ich meine, die Diskussion jetzt, dass ich als Bürger nicht wissen darf, nach welchen Kriterien wir einen Pass herschenken. Ich meine, das ist demokratiepolitisch hoch bedenklich, weil damit werden ja neue Wähler. Also ich kriege neue Wähler ins Land und die Spielregel, wie wir Wähler ins Land kriegen, also die WIP-Pässe geht es mir jetzt, wird nicht dokumentiert wegen Amtsgeheimnis. Also wir machen auf der einen Seite zu, deswegen auch die Frage, ich meine, die Gebietskartenkasse sind bitte öffentliche Institutionen, das ist ja nicht der Geheimbund. Dass die NSA ihr Budget nicht offenlegt, ist klar. Aber bitte ein von der Öffentlichkeit finanziertes Instrumentarium muss ja bitte dokumentieren, wo ihr Geld hingeht. Aber das wird immer mehr zugemacht und auf der anderen Seite verlieren wir, auf der anderen Seite als Bürger, wurscht wo, immer mehr die Rechte. Das geht los, Schülerevidenzgesetz, also die Schüler müssen alle ihre Daten zentral in einem System erfassen, das bleibt 70 Jahre nach Schulende erhalten, also ich kann in einem Zentraldatenbank jede Betragensnote nachblättern. Elga im Gesundheitswesen. Also wurscht wo, wir sind dabei, die größten Datensammlungen zu machen und es gibt vom Bürger schon, also ich habe schon das Gefühl, wenn man mit Leuten redet, der Bürger akzeptiert es nicht, also wir allesamt. Wir sind nur machtlos der anderen Seite ausgeliefert, die es einfach unverschämt macht und auch immer weniger Zustimmung ja bekommt, das merkt man ja auch, also sondern sie machen es einfach, sie tun es einfach. Und sie sagen so, nein, das ist halt gesetzlich so, das ist eben Amtsgeheimnis, das muss sein und bla bla, und es wird uns verkauft. Die Frage für die Wiener Gebietskrankenkasse, gäbe es eine Möglichkeit, sozusagen ein Controlling in die Tätigkeit reinzumachen, dass man sagt, okay, ihr glaubt uns nicht, dass wir gut sind, Wir machen irgendein Messinstrumentarium, wo wir sagen, okay, wir vereinbaren, das und das muss erreicht werden, also im Management irgendwelche Ziele muss man erreichen und danach brauche ich einer Krankenkasse nicht den Offenbarungseid zu machen. Nur wenn ich als Gruppe keine Ziele erreiche, dann muss man sagen, okay, da müssen wir irgendwie über die Qualität reden. Dass die Sorge ist, ich meine, zu zahlen und da gehen die Leute, das Problem im Gesundheitswesen ist ja, es gibt die Krankenkasse, die zahlt, die Ärzte, die verkaufen und der Patient, der haben möchte. Also wir haben drei Parteien, die alle ihre legitimen Ziele verfolgen und es funktioniert keine Kontrolle, weil der eine muss zahlen, der andere kassiert und der andere fordert. Ja? Und
Da besteht jetzt die Sorge des Zahlenden, die Forderung der Patienten wird, er möchte das Beste und bla bla haben, was uns der Herr Stöger ja auch gerne verspricht. Ich höre immer, wir haben das beste Gesundheitswesen. Ich finde das so toll, bei meiner Brille haben sie keinen Groschen bezahlt. Bei meinem Arzt zahle ich also mich zu Tode, aber wir haben das beste System, also es wird uns verkauft, wir haben das Beste. Der Patient fordert, ich gehe zum Arzt, sage, ich möchte haben, haben, haben. Und legitim, ich meine, Entschuldigung, ich bin Unternehmer. Als Unternehmer, Arzt ist Unternehmer, Psychotherapeut ist ein Unternehmer, der verkauft eine Leistung. Gibt es eine Möglichkeit, wie man sozusagen in diesem Kreislauf sozusagen sagt, okay, wir bieten eine Leistung an, wir geben auch die Möglichkeit sozusagen ich möchte jetzt nicht Kontrolle, aber ein Controlling-Möglichkeit. Ganz oft schon natürlich diskutiert. Also, ja. Aber ich meine, da gibt es eine ganz komische Haltung, weil an sich wäre das ja Aufgabe des Gesundheitsministeriums und der Krankenkasse, die entsprechende Forschung oder Evaluierung einfach, ja, voranzutreiben. Was machen Sie? Sie haben vor 2 oder 3 Jahren, haben Sie dem ÖBIG schon sämtliche Aufträge, die die Psychotherapie betreffen, gestrichen. Ja, also es wird also gar nicht evaluiert. Es wird nicht evaluiert, ja. Und, es gibt noch ein anderes, sehr praktizierendes Evaluierungsinstrument, worauf die Kasse quasi hätte stolz sein können, nämlich Personen, die längerfristig in Psychotherapie sind und diesen Kostenzuschuss von 22 Euro bekommen, zahlen 2/3, 3/4 des Honorars selbst. Das ist ja so deutlich, dass das Leute in Anspruch nehmen, nicht aus Jux und Tollerei, oder nicht, weil sie sagen, ich will ein neues Knie, ein Nachbar hat ein neues Knie, und ich will das Beste, die beste Legierung, ja, weil nur das Beste ist gut genug, sondern das sind Leute, die sich sogar mit das Geld zusammenkratzen, eine sehr viel Zeit und Energie aufwenden, um das zu machen. Und dann ja oft nicht mehr kommen, wenn es besser eine geht. Eine Kasse könnte hochzufrieden sein über diese Patienten, denen sie mit einem kleinen Teil unterstützen, die daran arbeiten, gesund zu werden. Aber das wird völlig vergessen. Und da kommt dann diese sozialdemokratische Illusion daher, auch Stöger, der sagt, eigentlich sollten alle Leistungen von der Kasse voll und ganz von der Sozialversicherung übernommen werden. Aber selbstverständlich, nur die Kasse misst, wer dazu berechtigt. Ja. Also ich glaube, es hängt auch sehr damit zusammen, dass gebetsmühlenartig immer vom rechten Kreis propagiert wird, wir müssen da einsparen und dort einsparen und bei der Gesundheit. Und also ich glaube, dass das irgendwie schon so durchsickert, ja? Dass das schon alle langsam glauben auch in den Kassen, ja? Dass man da jetzt fürchterlich viel einsparen kann. Man kann eigentlich gar nicht fürchterlich viel einsparen. Ja, was ist der Effekt, wenn man jetzt bei der Psychotherapie spart, ja, noch mehr spart, als man eh schon tut. Die Leute werden nicht nur nicht gesünder, sondern sie werden kränker und machen dann noch mehr Kosten. Weil sie müssen dann eventuell in die Psychiatrie. Ja, oder sie erzeugen woanders mehr Kosten. Sie sind im Krankenstand, sie leisten sozusagen nichts für die Gesellschaft, unter Anführungszeichen, ja, und liegen dem Staat auf der Tasche. Ja, also das ist ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Eins und zwei. Ja. Ich sehe das schon auch. Also so, dass Sie in einer Win-Win-Situation sind mit diesem Abtragsformular, weil die, also entweder Sie bekommen bitte Daten oder mit 10 Stunden ist es aus. Also nach 10 Stunden gibt es keine Therapie mehr, weil der Patient das nicht ausführen will oder der Therapeut sagt, das will man gar nicht oder was immer. Also es kann schon sein, dass eine Überlegung sein, so angesetzt wird. Das ist eine wunderbare rote Linie, da kann man sehr viel ersparen. Nach 10 Stunden hören die auf. Kann sein, dass es für viele sich so auswirkt. In Deutschland habe ich neulich gelesen und nachgelesen, wie das mit diesem Antrag ist und so weiter. Und was mich sehr erstaunt hat, ist, dass die Unmengen von Büchern schon herausgegeben haben, um den Psychotherapeuten zu helfen, das Formular auszufüllen. Ja? Also da ist ein Boom am Büchermarkt und also das ist ja unglaublich. Das ist ein neues Geschäft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Krankenkasse das schon so im Sinn von Sparmaßnahmen
sieht und dann bekommen sie auch in der Öffentlichkeit ganz gut sagen, sie wird dann mit den Menschen umgewirkt. Und die Leute abschrecke. Ja. Daniel? Ja, ich habe eine Frage, also die Wiedergutskasse hat ja mich quasi unter dem Vorwand oder dem Stichwort Transparenz ungefähr einmal im Jahr per Brief darüber informiert, wie viel Geld sie für mich ausgegeben haben in der letzten Periode, um mir sozusagen, na gut, das ist relativ durchsichtig, mal zu sagen, was die Investoren alles geleistet haben und dass ich also teuer bin. Und das heißt, Sie haben Geld aufgewendet für meine Behandlungskosten und Sie sind jetzt, fühlen Sie sozusagen verpflichtet, mir das mitzuteilen. Warum gibt es dieses Mitteilungsbedürfnis nicht, wenn Sie mich halt beurteilen müssen hinsichtlich, ob Sie Kosten übernehmen oder nicht? Also, hat die Kasse sich schon auf Anfrage hin zu diesem Formular geäußert? Weil ich sage ja, wenn jemand etwas will, muss es ja auch begründen können. Auch eine Kasse kann nicht einfach sagen, okay, ich habe es ein Formular entworfen, das muss ausgefüllt werden, weil es so. Das geht ja nicht. Ich meine, da muss ja auch eine Kasse sich erklären, warum sie gerade diese Daten braucht, um zu beurteilen, ob sie die Kosten, den Zuschuss, der ja sehr hoch ist, das ist ja noch viel ärger, übernimmt oder nicht. Ja, die geben einfach dort hoheitliches Gehabe. Ja, eben, das ist so dieses hoheitliche Gehabe. Und, ich meine, es wird natürlich jetzt verhandelt, aber der offiziellen Berufsvertretung hat die Krankenkasse gleich gar keinen Termin gegeben. So, es gibt keinen, es gibt gar keinen Gesprächsbedarf oder so aus der Sicht der Krankenkasse. Und wir haben die Erfahrung. Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, sie reagieren nur auf Öffentlichkeits-, also Druck aus der Öffentlichkeit, mediale Präsenz oder rechtliche Probleme, die sie kriegen könnten. Ja, das. Und jetzt ist eben diese Petition im Laufen, also es ist sicher super, wenn da ganz viele Leute unterschreiben, weil das macht schon Druck auf die Krankenkasse, ne? Wenn dann einmal da 4000 Leute unterschreiben, dass sie das nicht haben wollen und das steht dann in der Zeitung, dann. Es gibt ja gesetzliche Institutionen, kann man nicht auch gesetzlich auf diese einwirken, dass sie einfach die Pflicht haben, sich zu erklären, wenn sie ja, aber ich meine, in Bezug auf die Rechtsprechung, wenn es um die Selbstverwaltung geht, ja, da könnte ich nur 2 Stunden da sitzen und reden, das ist eine Katastrophe. Ja? Weil die, weil der Rechtsstaat einfach auf diese Macht der Selbstverwaltung so extrem stark reagiert. Und da gibt es massiven politischen Einfluss, auch wenn man, wir haben x Verfahren geführt, weil natürlich in der Psychotherapie, das ist eine dermaßen evidente Ungerechtigkeit. Ja, das leuchtet jedem ein, wenn Patienten seit 25 Jahren ihre Sozialversicherungsbeiträge einzahlen, um diese Kassenleistung zu kriegen und die Kassen zahlen es nicht. Also ich meine, so. Und egal, wie wir es angelegt haben, ja, Patientenklagen von hinten, von vorn, von links, von rechts, es ist immer abgeschmettert worden vom OGH. Ja? Der OGH sagt immer, naja, die Selbstverwaltung und Sozialversicherungsträger, es gibt halt keinen Vertrag und weil es keinen Vertrag gibt, dürfen die Notlösungen wählen und weil es Notlösungen gibt und die ihnen erlaubt werden, gibt es keinen Vertrag. Ja? Also, die Katze beißt sie immer in den Schwanz und die relevanten Rechtsfragen haben die nie beantwortet. Ja? Privat kann sie das nicht leisten, aber die gesetzliche Sozialversicherung. Du kannst es ja nicht aussuchen, das, du kannst ja nicht androhen, dass du weggehst. Das, ja, das aber sie das verhandelt, wird er verhandelt dann zurzeit, wenn nicht die offizielle Berufsvertretung. Ja, jetzt gibt es eine Delegation, die, glaube ich, heute ein Gespräch gehabt hat. Da sitzen die Vertreterinnen, die wissen es besser. Ich bin ja jetzt nicht mehr in der Berufsvertretung. Und es hat scheinbar jetzt ein Gespräch gegeben, aber ich weiß jetzt auch nicht, was rausgekommen ist und ob das reicht. Also werden wir sehen. Nichts Positives rausgekommen. Ihr wisst es auch nicht. Ich weiß kein Ergebnis. Ja. Chris, von der Einschätzung her, inwieweit ist das, dieses Formular und diese absolute Offenbarung der Patienten eigentlich auch ein strategisches Machtmittel für Kostenentsparungen zu handeln? Gerade in der Zeit Post-Snow ist das ja ein wunderbares Machtmittel, was ich da verwenden kann, um einen Hebel zu haben, gegenüber den Patienten, aber auch den Interessen zu verwenden.
Ja, das hat die Kollegin ja gesagt, ne? So, weil dieses Formular muss innerhalb oder nach der 9. Stunde muss es ausgefüllt sein, damit der Zuschuss dann auch nachträglich gewährleistet wird. Okay, als jetzt wird Machtmittel noch zusätzlich. Also wenn man es jetzt dann so als Druckmittel den Kassen gegenüber oder so, oder die Kassen den Psychotherapeuten gegenüber. Die haben so viel Druck aufgebaut den Psychotherapeutinnen gegenüber, die reden nicht mit der Berufsvertretung. Ja? Die haben ihre privaten Versorgungsvereine etabliert, die haben eine Wettbewerbskonkurrenz, eine Anbieterkonkurrenz in dem Bereich etabliert. Und die machen das so, ja? Da gibt es ein Angebot, Dumpingpreise für die Psychotherapeutinnen, ein paar Kontingentstunden, wer will sie haben, wer nimmt sie zu diesen Bedingungen. Ein beinhartes Wettbewerbssystem. Ja? Völlig außerhalb jeglichen als VG gesicherten Rahmens im Gesundheitswesen, absolut schräg. Ja? Und die Gerichte haben immer die Krankenkassen gestützt, obwohl das weit ab von jeglicher gesetzlichen Norm ist, die in Österreich Tradition hat und aus guten Grund. Ja? Aber die Psychotherapie haben sie sich wirklich so als Experimentierfeld, haben sie sich das so als Spielwiese, ja, für alle möglichen Steuerungsexperimente und Kontrollexperimente und so, haben sie sich das eröffnet und das wollen sie halt jetzt auch nicht mehr hergeben vielleicht. Ja. Ich glaube nicht, dass das Zukunft hat, auch deswegen, weil es immer mehr Menschen gibt, die diese Behandlung brauchen und vor allem, weil das ganz direkte Auswirkungen hat auch auf den Arbeitsmarkt und auf die Frühpensionierungen und so. Und schon deshalb glaube ich, dass es langfristig doch ein Umdenken geben wird, aber ob ich es noch erlebe, werden wir sehen. Christian. Ich würde mir ergänzend sagen, ich weiß nicht, weil die sind auch mehr erschreckend, dass schon einmal eine Versicherung abgeschlossen haben fürs Auto oder für irgendwas anderes. Normalerweise gibt man von einer Versicherung einen Vertrag, eine Polizei. Die Sozialversicherung ist meines Wissens, ich würde mich gerne korrigieren, wenn ich das besser weiß, die einzige Versicherung, die ihrem Kunden keinen Versicherungsvertrag, keine Police übergibt, die man auch gar nicht sagt, ob er gerade versichert ist oder nicht, ist nämlich die nächste Kunstwelt. Das hat ein Gesellschaftsvertrag. Nicht ich. Ja. Ja, mag sein, aber wissen Sie, wie viele Leute bei mir der Praxis aufschlagen und aus allen Wolken fallen, wenn ihnen sagt, sie sind heute versichert, nur aus Studenten, also mit Studenten da sind. Selbst dem Nachwuchs vom Generaldirektor Schöpfer ist das passiert. Hat mich sehr gefreut. Aber ohne Namensnennung, ne? Ich finde es wirklich eine Kunstwelt, dass die Sozialversicherung keine Polizei, keinen Vertrag ausgibt an ihre Versicherung. Bei jeder An- oder Abmeldung, ja, also wenn man beschäftigt wird oder eben aus dem Beschäftigungsverhältnis ausfällt, kriegt man keine Information, aber vor allem bei der Anmeldung, wo drinnen steht, welche Rechte aus dieser Versicherung erwachsen, aber auch welche Pflichten. Und sage ich ganz böse, das wäre ganz wesentliche Information für unsere Leute, vor allem mit Migrationshintergrund, weil wo die oft hinrennen, zu welchen Unzeiten, mit welchen Minimalsymptomen ins AKH und schnupfen und 10 Raum, ist wirklich unnötig. Aber sie wissen es nicht besser, da kann man ihnen oft gar keinen Vorwurf machen. Aber der jammern die Politik und wer auch immer, darüber, dass die Ambulanzen überfüllt sind, dass das AKH untergeht mit Personalbeschwerden, wollen sie nicht gerade sagen, sonst selber schuld, ob es kein Mitleid von. Okay. Ich habe auch eigentlich ganz profan oder einfach, aber es gibt schon Statistiken oder Übersichten, wie lange denn die Kasse sich Zeit nimmt, das jetzt positiv oder negativ zu entscheiden. Das Formular. Das ist angeordnet. Ab 1. Juli ist es sechs Tage in Kraft. Wir sind in Österreich. Ja. Hier wird das ex cathedra angeordnet. Und das gilt ab 1. Juli. Aber wir hatten es schon einmal vor 2 Jahren und dann haben wir es dann wieder zurückgezogen. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Ja? Nein, es gilt ab 1. Jänner, aber es gibt eine Übergangsfrist bis Ende des Monats. Also wir dürfen jetzt noch das alte verwenden, aber de facto ist es seit 1. Jänner auf der Website der Wiener Gebietskrankenkasse und diese Versorgungsvereine verwenden schon seit 2 Jahren.
seit das Formular ist aber schon seit 6 Monaten gültig, ist es nur noch in der Übergangsfrist, die jetzt abläuft. Genau. Das ist aber auch, dass man eigentlich, das ist jetzt nicht besonders speziell angesprochen, aber zeitlich eh sozusagen schon am Ende. Ist pressiert. Es ist der letzte Dienstag im Monat. Am glaube am Montag ist der 1. Juli. Ich glaube, es ist jetzt schon einiges passiert in den letzten Wochen. Ne? Das ist auch auf der rechtlichen Ebene ist es nicht unproblematisch und das wissen Sie jetzt mittlerweile auch. Also ich bin eher skeptisch, dass Sie sich trauen, das durchzuziehen. Ich glaube schon, dass wir Erfolg haben können. Es braucht vielleicht noch ein bisschen Nachdruck über die Medien, aber ich hoffe schon, dass es, dass der Widerstand zum Erfolg führt. Ja. Und das ist auch so, dass bei dem Formular sitzt ein einer niedrigen Stundensatz der Therapeutin für das Ausfüllen des Formulars. Also man wird bestochen auch noch quasi. Ne? Ja. Und vom Ablauf her, also wenn ich Psychotherapie in Anspruch nehme, dann wird normalerweise 10 Stunden gezahlt. 10? Also der Anteil. Sowieso diese Refundierung. Ohne Anteil. Ja. Zuschlag. Nach der 10. oder 11. muss vorher diese Genehmigung vorliegen. Braucht es aber auch schon die Zuweisung vom Allgemeinmediziner? Nein, es gibt keine Zuweisung. Nein, die ist ja frei. Aha. Aber das ist schön. Immerhin. Ja. Wann für die 11. Stunde? Also, es gibt diese Information an den Arzt, das sogenannte Arztbestätigungsformular. Das gibt die Psychotherapeutin der Patientin und die lässt es vom Arzt ausfüllen, weil es soll immer, also wenn die Psychotherapeutin keine ärztliche Psychotherapeutin ist, soll der behandelnde Arzt oder Ärztin informiert sein, dass jemand in Psychotherapie ist und das wurde mit diesem Arztbestätigungsformular gesichert. Da geht es eigentlich eher um die organischen Diagnosen, dass gesichert ist, dass nicht eine Krankheit dahinter steckt, hinter den Symptomen. Das ist keine Zuweisung mehr. Na ja. Gut. Die Frage toll, ist, die Frage ist jetzt für uns, also ja, es gibt die Liste zu unterschreiben, das ist jetzt noch für 4 Tage, 5 Tage, wo es sozusagen eine Möglichkeit gibt. Für mich war es sehr interessant, aber sozusagen die Hintergründe auch aus dem Bereich zu hören. Ich sage, ich kenne von zu Hause über meine Geschwister sehr viel Diskussionen, wo du halt dann als Techniker irgendwann sagst, bitte hört's auf, weil die Fantasie meinen Brüdern fehlt, was so Daten betrifft. Ich weiß nicht, ob Medien zurzeit geplant haben, darauf einzusteigen. Das Problem ist immer bei Medien, es ist sehr schwierig, gezielt, dass sie jetzt was tun. Im Zweifel kommen es dann in 3 Monaten und dann pressiert es ihnen. Wir hatten gestern eine ich habe es nur gehört, ziemlich schwache Diskussion auf Puls mit diesem Burnout, wo es ist ein bisschen in die falsche Richtung. Ich habe versucht, dass man dann sozusagen dort das wenigstens in die Ankündigung reinkriegt, nur haben es nicht mit die Ohrwascheln gewackelt, weil da war halt Burnout und Management und bla. Und der Redakteur im Zweifel 1 und 1 nicht zusammen addiert. Danke fürs Kommen. Ja, danke, dass wir die Möglichkeit hatten, es hier vorzustellen. Es war für mich wirklich interessant, einmal so ein paar Sachen aus der Ecke zu hören. Wir haben immer als Dankeschön für unsere Gäste ein Buch, das ist am Ende der Leitung. Darf ich Ihnen Dankeschön. Als Urlaubslektüre sozusagen mitgeben. Wir haben zum Anlass des 10-jährigen Jubiläums, wir haben jetzt das 15-jährige, am 25. Oktober sind die 15 Male Big Brother Awards, und wir haben aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums im deutschsprachigen Raum Science-Fiction-Autoren aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie eine Gesellschaft mit Überwachung ausschauen könnte, positiv wie negativ. Es gab einen Wettbewerb und da sind 27 Kurzgeschichten drinnen. Wir hatten über 300 Rücksendungen, also das war ein Wahnsinn. Ist ein sehr schönes Buch, weil es wirklich aus unterschiedlichsten Sachen das Ganze beleuchtet. Ansonsten sozusagen in eigener Sache, wir treffen uns jeden Freitag, vis-à-vis ist unser Büro,
Da kann jeder vorbeikommen, wenn er irgendwas sich bewegt, was Richtung Datenschutz geht. Wir sind jetzt, wenn es dann warm wird im Sommer, beginnt so die heiße Phase für die Vorbereitung der Big Brother Awards. Das ist alles, alle Veranstaltungen, alle Sitzungen, alles, was wir organisieren, ist öffentlich. Also es kann immer jeder dazukommen, er muss nicht Mitglied werden, kann sich einbringen. Wenn sozusagen irgendjemand hier sagt, er ist bewegt und würde gerne in Richtung Datenschutz auch bei dem Thema das einbringen. Es ist jetzt die Phase der Vorbereitung der Big Brother Awards, das heißt die Phase, wo man nominieren kann. Ich sage immer in meinem Kreis auch, wir sind nicht die Staatsanwaltschaft, dazu bin ich einfach zu schlecht bezahlt. Wir sind eine NGO und alle Leute arbeiten bei uns ehrenamtlich. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Einhaltung der Gesetze sicherzustellen. Dafür gibt es Staatsanwaltschaft, dafür gibt es Polizei, dafür gibt es Minister, sondern unsere Aufgabe ist, dass wir uns als moralische Instanz sehen, wo wir einfach Sachen thematisieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Thema eine Nominierung wert ist. Wie kommt das auf eurer Webseite? Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn da mal auf der Webseite draufsteht, wenn ich mit dem Krankenkasse, ich mit ihrem Formular nominiert. Ob sie es dann wird oder nicht, ist ja ja. Also wir können auf der Homepage, wenn ich einen Text kriege, veröffentlichen wir den gerne, also kein Problem. Viele Sachen hapern bei uns einfach, mein Problem ist, als Datenschutzverein kann ich leider nicht zu Bilder gehen und sagen, sponsor uns. Das heißt, wir haben sehr schwer an Geld dran zu kommen und das einzige Ausgabe, die wir haben, ist die Miete von unserem Büro. Deswegen ist halt alles, was wir machen in unserer Freizeit, wenn uns jemand was schreibt, wir veröffentlichen auch anonym. Also auf unserem Server sind halt viele Sachen, also abgesehen von WikiLeaks, die drauf ist, sind zum Beispiel auch die Mohammed-Karikaturen drauf. Also wir sind eine Plattform, wo man sich äußern kann. Da stehen wir einfach als Organisation, dass man sagen, ja, also bitte schreiben, wir veröffentlichen es gern. Für die Nominierung für die Big Brother Awards in Richtung, also ich glaube, es ist nicht wichtig, wie viele Leute sozusagen sitzen. Wir haben sehr wohl, dass wir sehr wahrgenommen werden. Und es geht auch oft, dass es wichtig ist, aus unterschiedlichen Bereichen, dass was kommt. Weil, okay, wenn es aus dem eigenen Bereich ist, ist man nicht so glaubwürdig, wie wenn es dann sozusagen von einer Datenschutz-NGO kommt. Bei den Big Brother Awards von den Nominierungen her, wir haben, ich sage, das Gesundheitswesen ist dort Abonnent, die sind immer dabei und zwar, es geht immer gegen die Schwächsten. Und wenn ich krank bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich sozial arm bin, dann kommt die gesamte Brutalität des Staates. Der sich es leisten kann, der ein Umfeld hat, ein starkes, der braucht das eh nicht, der kann sich eh schützen, der kann sich eh, weiß ich was. Und wenn ich, deswegen habe ich es auch erzählt, ich meine, ich empöre mich, ich weiß nicht, wann die Frau Minister, auch Karlert Minister war, also seit der Zeit bewegt mich diese Aussage, dass der Gesundheitsminister mir gegenüber sagt, na dann sag halt deinem Arzt nicht, dass du Beschwerden hast. Also das Rauchen hat sie damals gemeint. Also hier bitte einfach wirklich einbringen. Wir sind sehr techniklastig, was das Schöne ist, dass wir so das Image haben, da wo wir auftauchen, haben die Leute Angst, dass wir sie nachher gehackt haben. Also wir sind die, die versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen, also was mit den Daten da ist. Die Informationen aus ihrer Branche sozusagen oder aus dem Gesundheitswesen, also Initiative Elder von Dr. Husek, das muss aus dem Fachbereich kommen. Also da bitte wirklich uns zubringen. Ich bin auch vorher gefragt worden, ob wir Beratungsgespräche machen. Offiziell nein, weil wir nichts verkaufen. Also es gibt bei uns nicht, wir sind keine der Mieterverein oder weiß ich was, aber es kann jeder, der sagt, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie das geht, zu uns kommen. Wir haben jeden Freitag ab 20 Uhr, kann man jeder uns anonym besuchen. Es ist auch bei uns bei der Aufnahme das Publikum nicht gefilmt worden. Also es ist jede Veranstaltung bei uns, wir haben uns outen müssen, aber wir schützen die Anonymität und auch wenn jemand sich zu Wort melden will, besteht die Möglichkeit, über unsere Plattformen das zu machen. Wichtig sind mir diese Veranstaltungen auch persönlich, weil ich sehr viele Mediengespräche habe und sehr viele Redakteure versuche zu informieren, wie was funktioniert.
Und dazu muss man einfach gewisse Sachen einfach verstanden haben und wissen. Und insofern mein Danke auch wirklich. Für mich war das eine hochinteressante Veranstaltung. Danke fürs Kommen. Wir verlagern das jetzt sozusagen. Wir haben oben einen Kühlschrank, also da gibt es ein bisschen kühlere Getränke. Ansonsten, es gibt auf unserer Webseite die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren. Wir schicken eine Mail im Monat raus, das ist sozusagen der nächste Q-Talk. Also wir spammen nicht zu. Also wer informiert werden will, bitte auf der Homepage das machen. Ansonsten ist jeder eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Und ansonsten schreiben Sie sich im Kalender 25. Oktober, Ramhof Theater, 20 Uhr, Big Brother Awards. Da ist sicher was vom Gesundheitswesen dabei. Danke. Dankeschön.